Bauers Lachwirtschaft wird präsentiert von den Hagebaumärkten Deggendorf, Eggenfelden, Straubing, Osterhofen und Landau an der Isar. Hagebau, hier hilft man sich. Dann ist die Lachwirtschaft auch noch, dann wird Kabarett vom Feinsten gemacht. Blöd schauen wir heute nicht angebracht in der Lachwirtschaft heute Nacht. Und herzlich willkommen zu meiner ersten Ausgabe von Tom Bauers Lachwirtschaft, einem Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Das habe ich ja schon vor Jahren geplant, aber wie es im Leben halt immer so ist, es kommt dann immer wieder was dazwischen, mit dem man überhaupt nicht rechnet. Wie andere Projekte, wo ich dann dran gearbeitet habe, oder meine Tochter. Und schon schaut das Leben ein bisschen anders aus, aber endlich habe ich es geschafft. Heute ist die Zeit reif. Ich habe das System, diese Show nicht neu erfunden. Das gibt es in alle größeren Städte zigmal. Die erfolgreichste Version war mein Gastgeber Ottfried Fischer im Schlachthof. Und es läuft immer gleich ab. Ein Künstler, in dem Fall ich, laden wir ein paar Freunde und Kollegen ein. Die zeigen einen Auszug aus ihrem Programm. Und dann sitzen wir uns ein wenig zusammen, ratschen wir ein wenig, trinken wir ein Bier und haben mal das Gaudi. Also eigentlich eine Frechheit, dass man da Eintritt verlangt, gell? Wenn wir zusammensitzen und ratschen. Ja. Wenn du ein Grillfest machst, lohnst der Freund ein und der Nachbar schaut über den Zaun, dann wirst du auch keinen Eintritt verlangen. Gell? Aber wir machen das, es ist auch für einen guten Zweck. Das Geld gehört uns. Also, danke. Also eine Show kann man natürlich nicht alleine machen. Nein, heutzutage braucht man da eine ganze Mannschaft hinter sich. Mein Designassistent hat mir zum Beispiel diese Fernsehbühne da gestaltet. Das wird halt mein Wohnzimmer, wo ich meine Gäste einladen kann. Und der erste Gast, den ich jetzt einlade, der ist so bekannt, den müsst ihr euch eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Der hat über 500 Lieder geschrieben. Der hat über 1500 Auftritte hinter sich und hat zwischen 2007 und 2010 an 5 Kabarettwettbewerben teilgenommen und es war so zu erwarten, er hat jedes Mal einen Preis abgeräumt. Zum Beispiel den Kempner Comedy Stich, die Goldene Weißwurst oder da, wo wir zwar uns kennengelernt haben, beim Ostbayerischen Kabarettwettbewerb. Man sieht ihn öfters auf der Bühne, auf Plakaten, nackt. Genauer, er ist ein Mann, nur mit Gitarre. Freut euch mit mir auf Michi Dittmeier. Ja, grüß euch. Ich muss noch anstecken, gell? So. Schön ist da, Herrin. Jetzt. Leise, gell? Das Mikro? Ja. Nicht, gell? Jetzt ist es so. Wunderbar. Na, schön, dass ich heute da sein kann. Ich möchte jetzt gleich mit dem Stückl anfangen. Das wollte ich heute eigentlich nicht spielen, weil das Fernsehen auch da ist. Aber das habe ich mir gedacht, nein, das muss ich jetzt machen, weil wenn so liebe Leute da sind wie heute, dann muss ich das spielen. Das spiele ich immer bloß, wenn liebe Leute da sind. Und heute ist es soweit. Und das sage ich nicht jeden Abend. Nur heute in Regensburg. Ich hab eine Bitte, das wird heute nicht passieren, aber es ist wirklich schon vorgekommen, das muss ich einfach nochmal sagen, es ist schon vorgekommen, dass dann Leute vorgeschrieben haben, Michi, ich will ein Kind von dir. Das bitte heute nicht. Auf den Scheiß bin ich schon zweimal reingefallen. Und wenn doch jemand von mir ein Kind will, dann kann er es am Montag um eins von der Schule abholen. Das wäre schon da. Aber bevor ich jetzt lang rumlaber, spiele ich jetzt ein Liebeslied. In letzter Zeit zog ich quer durch die Republik, stoppte in so manchen Städtchen und machte dort Musik. Dann hat's mich für ein paar Tage in den Osten verweht, dort wo bekannterweise die Sonne aufgeht. Das tat sie auch tatsächlich in Form einer schönen Frau. Wenn ich heute noch an sie denke, sehe ich sie noch genau. Eine Frau, die ansonsten nur in Filmen auftaucht, jetzt im Leipziger Kulturtheater mit mir eine raucht. Sie nimmt mich bei der Hand, lächelt lasziv und ich gehe mit.
lass sie nicht mehr aus den Augen, folge ihr auf Schritt und Tritt. 20 Minuten später sind wir bei ihr, sie legt sich auf ihr Bett und sagt zu mir: Löscht aus, Hose runter, reinstecken hintereinander, in 10 Minuten kommt mein Mann. Ja, beruhigt sich, es geht nur weiter. Sie sagt nur: Löscht aus, Hose runter, reinstecken hintereinander, fragt mich, ob ich 10 Minuten kann. Ich sag normal, schaff ich das nicht, für 10 Minuten bin ich zu blöd. Doch wenn du weitersprichst, dauert es tagelang. Denn ich kann mich nicht konzentrieren, geschweige denn erotisieren. Es liegt nicht an dir, sondern an deinem Sprechgesang. Sie sagt noch: Conny Schwester, zäh, du bist mir schon so einer Dö. Ich sag: Sei still, was du machst, ist ja Mord. Mensch, 3 Minuten sind vorbei. Ich sag: Ja mei, das mag schon sein. 7 reichen, aber bitte ohne Wort. Und sie sagt: Löscht aus, Hose runter, reinstecken hintereinander, denn in 7 Minuten kommt mein Mann. Sie sagt nur: Löscht aus, Hose runter, reinstecken hintereinander, fragt mich, ob ich 7 Minuten kann. Ja, 7 Minuten geht sich aus, ich muss bloß vorher ganz kurz raus, sag ich. Die Nikotinsucht hat mich fest im Griff. Na ja, geh du mal eine quarzen, ich massier so lang die Warzen. Und in 3 Minuten ist der Job für dich. Jawohl, sag ich, das ist ein Deal. Brrr, heiß, das ist ein Gefühl. In der Kälte macht das Rauchen keinen Spaß. Doch kann ich eh nicht recht entspannen und schon zucke ich zusammen. Ich höre von drinnen: Mensch, Junge, gib mal Gas. Und löscht aus, Hose runter, reinstecken hintereinander. Denn in 4 Minuten kommt mein Mann. Sie sagt nur: Löscht aus, Hose runter, reinstecken hintereinander, fragt mich, ob ich 4 Minuten kann. Ich frag: Was sind's jetzt nur noch 4? Dann fragt den Kameraden hier. Schließlich ist der ja bei der Sache nicht außen vor. Suchend sagt sie: Ist ja dübsch, ui, da ist er ja verbübsch. Da wer steckt denn da noch hinterm Hösentor? Dann hat sie ihn doch entdeckt, solange sie ihr Mai, heute ist perfekt. Und ich spüre auch tatsächlich einen Drang. Sie nimmt ihn zärtlich in die Hand, fragt: Nö, gefällt's dir, kleiner Mann? Ich sag ja, er sagt: Na, dann fall der Zamm. Und sie sagt: Löscht aus, Hose runter, reinstecken hintereinander, in einer Minute kommt mein Mann. Sie sagt nur: Löscht aus, Hose runter, reinstecken, und dann sagt sie nichts mehr, denn der Typ steht schon im Gang. Da steht ein Riese, der ist geschätzte 14 Meter groß. Schnaubend fragt der Muskelprotz: Na, was ist hier los? Er zieht ein Messer, ich wär vor Angst beinahe gestorben. Deshalb bin ich dann horn. Rock'n'Roll Reisbach, grüß euch! Ja, brutal. Danke, danke. Sauber, ihr seid ja brutal. Na, da muss ich, das mache ich sonst nicht, gell, aber da muss ich jetzt meinen aktuellen Lieblingswitz erzählen, weil das gerade so gemütlich ist mit euch. Also, der Löwe macht eine Party, gell, und er lädt alle Tiere ein, gell, weil, außer den Hamster. Weil den Hamster kann er auf den Tod nicht erbacken. Aber sonst dürfen alle kommen. Und der Hamster hat ein Riesenglück, das ist der beste Freund vom Bär. Gell? Dann fragt der Hamster, sagt er zum Bär: Du Bär, kannst du mich mitschmuggeln auf die Party vom Löwen? Da will ich unbedingt hin. Dann sagt der Bär: Spinnst du, Hamster? Hey, der Löwe, wenn man draufkommt, der bringt mich um, der frisst mich. Dann sagt der Hamster: Bitte, bitte, Bär, nimm mich mit, steck mich doch in deine Brusttasche. Dann sagt der Bär: Ja gut, probieren wir, gell. Er steckt den Hamster in die Brusttasche und geht auf die Party vom Löwen. Der Löwe sieht den Bär schon von Weiden und schreit: Hey, Löwe, Bär, alter Kumpel, komm mal her, jetzt super, dass du da bist, gell. Und umarmt den Bär. Und irgendwann sagt der Löwe: Du, Bär, hier riecht es irgendwie nach Hamster. Was hast denn du in deiner Brusttasche drin? Sagt der Bär: Zigaretten. Sagt der Löwe: Und was noch? Sagt der Bär: Geldbeutel. Sagt der Löwe: Und was noch? Und ein Foto vom Hamster. Der ist eigentlich gar nicht so nett, aber an mir gefällt er. Na, schön. Jetzt muss ich kurz fragen, wer von euch in diesem wunderschönen Saal hier drin, in diesem wunderschönen Wirtshaus, wer von euch hat denn derzeit gerade pubertierende Kinder daheim? Hände hoch! Doch so viel, ja, ein paar sind super. Wer von euch hatte irgendwann mal pubertierende Kinder daheim?
Ja, gut. Dann wisst ihr aber, nein, weil das ist jetzt spiel ein bisschen von meiner neuen Platten und das ist dann oft so, dass die Leute sagen, das ist doch frei erfunden. Nein, bei mir daheim geht's echt so zu. Es hat sich sehr viel verändert. Heute wird ganz anders gelebt. Und es hat sich auch gewandelt, wie man miteinander redet. Im Umgang mit meinen Eltern war ich ein braver Bub. Aber kommt meine Tochter vor der Schule, dann hör ich vor ihr nur. Papa, euer Vater, euer Sohn, wie schaut's denn aus? Ist ganz eventuell noch was zum Phrasen in the house. Und wenn du schon dabei bist, Geschwindigkeit wäre geil, ich schwör's. Ich habe im Anschluss nämlich noch ein Date mit meinen Girls. Er schieb ein bisschen Kohle rüber, den Fuffi kannst mal geben. Jetzt reg dich deshalb doch nicht auf, chiller mal dein Leben. Und ruf mich bloß nicht wieder an, auch wenn du mich vermisst. Sonst sag ich meinen Homies, dass du ein Spacko bist. Nicht in diesem Ton, sag ich bin hier nicht der Depp. Hey, check mal deine Base, meint sie, und schreib was auf WhatsApp. Ich versuche es freundlicher, jetzt hör doch mal, mein Kind. Können wir so tun, als ob wir beide Homies sind? YOLO, meint sie, unterkühlt vielleicht ein andermal. Mit dir im Club, da sorg ich für einen Gammelfleischskandal. Ich bin den Tränen nahe, sie sitzt da und lacht, während ihr Handy permanent macht. Papa, euer Vater, euer Sohn, wir schaut's denn aus? Ist ganz eventuell nur was zum Phrasen in der Haus. Und wenn du schon dabei bist, Geschwindigkeit wäre geil, ich schwör's. Ich habe im Anschluss nämlich noch ein Date mit meinen Girls. Er schieb ein bisschen Kohle über den Fuffi, kannst mal geben. Jetzt reg dich deshalb doch nicht auf, chiller mal dein Leben. Und ruf mich bloß nicht wieder an, auch wenn du mich vermisst. Sonst sag ich meinen Homies, dass du ein Spacko bist. Vielleicht bin ich zu dämlich, diese Sprache zu verstehen. Sätze wie, kann ich Geld und dann geh ich H&M. Sorgen bei mir ebenso für Schmerz. Wie mach ich Foto von dich, stell ich Facebook, Scherz. Das Schönste aber ist... Das Schönste aber ist, was die Jugend kaum erträgt, wenn man sie irgendwann mit ihren eigenen Waffen schlägt. Ja, wie meiner Tochter, der Kiefer runterhing, als ich sie neulich mit diesen Worten vor der Tür empfing. Grüß die alte Scheiß aus Bürsten, bist du schon daheim? Zum Fräsen gibt's heute leider nix, heute ist kein Händel gestorben. Wenn's da Geld brauchst, gehst auf Bank, die haben uns dieses Quiz. Wenn nicht, dann sagt im Automat, dass er ein Spacko ist. Und das mit deiner Geschwindigkeit, das nagelst dir ans Knie. Du hast nicht geschnallt, der Babo in die Haus, das bin für ich. Und keine Ahnung. Jawohl. Und keine Angst, ich ruf nicht an, damit du dich auch schonst. Ich sag nur noch deinen Homies, dass du jetzt bei ihnen wohnst. Dankeschön. Ja, jetzt spiel ich noch ein Lied und dann bin ich schon durch, gell? Aber das Lied, was ich jetzt spiele, das habe ich einer Freundin von mir gewidmet, einer sehr guten Freundin, die arbeitet, besser gesagt, sie betreut bei uns in München Menschen, die bei uns keinen festen Wohnsitz haben und auch kaum ein Wort Deutsch sprechen. Genauer gesagt, sie ist Bedienung im Hofbräuhaus und der habe ich dieses Lied gewidmet und ich muss da noch... Ich war jetzt gar keine Werbung machen, aber ich war immer, auch wenn es Fernsehen da ist, wir haben ja wie immer unsere Merchandise-Stand betreut von der Caro, gell? Also die war halt schon, ist das traurig. Nein, ich mache das wunderbar, die Caro. Und ich will aber da nicht betteln und hausieren, da gibt es dann auch übrigens diese Babo in die Hauskappen für Jugendliche und für Erwachsene, habe ich auch dabei, zufällig, und sie geht und so Scheiß. Aber ihr müsst natürlich auch nichts kaufen, ich will da nicht betteln und hausieren. Ist nicht so schlimm, wenn meine Kinder mal auch nichts zum Essen. Ich habe nämlich auch Ihnen dieses nächste Lied gewidmet. Dieser Freundin, meinen drei Frauen daheim und allen Frauen in Reisbach heute habe ich dieses Lied gewidmet. Und jetzt müsst ihr kurz so da, als wärt ihr 2000, gell? Wirklich. Ich frage euch jetzt, Mädels, und ihr müsst jetzt kurz komplett ausflippen, bitte. Ihr müsst jetzt so da, als wäre ich geil. Also, nein, jetzt wisst ihr schon, als wäre ich jetzt der Robbie Williams oder so.
Oder der Florian Silbereisen. Also, egal wer, aber ihr komplett. Also, Reisbach, wo sind die Mädels? Gegenfrage, wo sind die Burschen? Wow, das wird spannend. Kennst du eine, kennst du alle, das ist Gott sei Dank nicht wahr. Jede Frau ist einzigartig, das ist euch doch sicher klar. Unterschiedliche Frisuren, von verwahrlost bis adrett, ob strohdumm oder gebildet, von Zaudür bis Zeckerlfett. Doch in einem sind sie alle gleich, das liegt in der Natur. Drei Begriffe sind der Grundstock der weiblichen Struktur. Und zwar nichts mit ich liebe dich, auch nicht mit hab dich gern. Nein, drei andere Worte wirst du von Frauen hören. Hunger, Pippi, kalt. Hunger, Pippi, kalt. Hunger, Pippi, kalt. Mit den drei Worten werden sie alt, mit Hunger, Pippi, kalt. Ich stoße auf Zustimmung, das freut mich sehr. Du stehst in einer Kneipe, neben dir ein Mordsgerät. Du zahlst dir den Prosecco, denn du weißt, worauf sie steht. Volltreffer, gratuliere, das hat einwandfrei geklappt. Kurz drauf dann in deiner Wohnung, du machst dich schon mal nackt. Sie liegt in deinem Bett und wirkt noch wenig interessiert. Du hast dich prophylaktisch gegen Kinder präpariert. Dein kleiner Mann sagt, Mensch, pack die Gelegenheit beim Schopf. Doch Pech gehabt, ganz andere Dinge kreisen in ihrem Kopf. Nämlich Hunger, Pippi, kalt. Hunger, Pippi, kalt. Hunger, Pippi, kalt. Mit den drei Worten wären sie alt, mit Hunger, Pippi, kalt. Sie hat so lange gewartet, jetzt ist es soweit. Juhu, das Internet hat's möglich gemacht, ihr erstes Rendezvous. Sie macht sich auf den Weg, ihr Herz pocht wie verrückt. Sie freut sich schon auf den Moment, wenn ihr Schwarm sie drückt. Sie ist so hübsch wie nie zuvor und klingelt an der Tür. Ein paar Sekunden später und schon öffnet er ihr. Sie fällt um seinen Hals und flüstert ihm ganz zärtlich zu. Ich mache alles, was du willst, drum sag, was möchtest du? Fußball, Schweinsbraun und eine halbe Bier. Fußball, Schweinsbraun und eine halbe Bier. Fußball, Schweinsbraun und eine halbe Bier. Davon träumen Männer wie wir von Fußball, Schweinsbraun, Bier. So, ihr Lieben, das machen wir jetzt bei der ersten Show von Bauers Lachwirtschaft. Ich bin halt der erste, das ist so geil, ich bin der erste Künstler von Bauers Lachwirtschaft. Das ist brutal. Jetzt machen wir jetzt interaktiv, damit da gleich eine Stimmung reinkommt, gell? Und dass ihr einen gescheiten Durst kriegt vom Mitsinger. Dann freut sich der Wirt da, gell? Das ist wunderbar. Also, die Mädels singen einfach gleich mit, ihr singt jetzt euren Part, gell? Das ist brutal, weil der Mädels, was machen wir jetzt? Und ich bin mir sicher, dass heute die Mädels gewinnen, das gab's noch nie, aber heute ist Premiere da in Reisbach. Ich freu mich wahnsinnig, Mädels. 1, 2, 3, 4. Hunger, Pippi, Hunger, Laune, Hunger. Jawohl, Hunger. Hunger. Das war sehr, sehr geil. Schauen wir, ob die Burschen überhaupt mithalten können. Aber die Burschen muss ich kurz erzählen, ich habe das Liederlich spiel ja außerhalb von Bayern ab und zu. Und da war ich mit Nightwash mal auf dieser vierwöchigen Tour. Das ist so ein Waschsalon-Comedy, gibt es in Bayern gar nicht. Aber da waren wir unterwegs, aber in Düsseldorf habe ich das Liederlich gespielt, gell? Und dann haben die Männer bei ihrem Teil immer mitgesungen: Fußball, Schweinebraten und ein halbes Bier. Dann musste ich abbrechen, habe ich gesagt, das geht so nicht, habe ich gesagt, gell? Wenn man von einer Reagenzglas bloß ein halbes trinkt, dann brauchst du voll, bis du rausschaust, gell? Dann waren sie beleidigt. Dann habe ich gesagt, das geht auch nicht, ich kann ja das Publikum nicht beleidigen, gell? Das geht ja nicht. Dann habe ich eine Witzfrage gestellt, weil ich einen Witz verzählt, ich wollte das aufheitern, gell? Das war aber der letzte Witz des Abends. Da ist dann sogar nach der Show einer zu mir hergekommen und hat gesagt, Junge, da lacht man nicht mal in Bayern drüber. Das möchte ich jetzt heute bei euch testen, weil wenn jetzt ihr doch lacht, dann hat der mich angeschwindelt. Und ich bin bald wieder in der Region, dann fahre ich bei ihm vorbei, gell? Ich stelle euch einfach dieselbe Witzfrage, die ich in Düsseldorf gestellt habe, und zwar: Vielleicht wisst ihr es ja. Was ist ein Preis? Was ist ein Preis ohne Hämorrhoiden? Ein richtig gesundes Arschloch. Ah! Okay, ich habe verstanden. Ja, ja. Der hat mich hochgeschwindelt, ja, ja. Männer, aber ihr wisst ja besser, wie es geht, gell? Ihr müsst ganz einfach nur mitsingen, und zwar: Fußball, Schweinsbraun und ein halbe Bier. Auf geht's! Fußball! Einmal hat der liebe Gott die Welt geküsst, das ist da, wo heute Reisbach ist. Ihr seid so der Wahnsinn. Das gab es noch nie, unentschieden.
Aber Moment, hey, ich bin ein Quartett, ich habe mich vorbereitet. Jetzt haben wir es gleich. Ihr müsst gescheit mitmachen, weil jetzt habe ich mich, vorbereitet. Jetzt war so vorbereitet, da werden jetzt einige von euch vielleicht sogar sagen, hey, der Typ da oben, der hat doch einen IQ von über 300, oder? Oder die Jüngeren werden sagen, hey, wie geil ist das denn, Alter? Ah, ihr lacht aber so redet man heutzutage. Wirklich war so, redet man heutzutage. Meine Tochter, ohne Schmarrn, meine große Tochter, seit die in der Schule Latein und Englisch hat, ist Deutsch ihre neue Fremdsprache. Sie kommt, es ist kein Witz, sie kommt zu mir zum Frühstück und sagt, Papa, kann ich Müsli? Sag ich, ja, Verben sind durchaus, oder was? Papa, kann ich bitte Müsli? Ja, geht doch, Wahnsinn! Ja genau, das wollte ich sagen, wie geil ist das denn, werdet ihr sagen? Da habe ich mir was ausgedacht, das ist so brutal. Jetzt passt auf, ohne Schmarrn, jetzt singen alle Mädels da hin, wirklich, aber ausnahmslos, gell? Das Fernsehen ist da, nicht vergessen, gell? Ausnahmslos, alle Mädels singen ihren Teil, gell? Und zeitgleich, das ist doch ein Wahnsinn. Singen die Männer ihren Teil. Und ich sage euch eins, da wenn alle da hin mitmachen, wirklich, gell? Aber wenn alle mitmachen, alle, wirklich alle, dann wird es so lustig. Und zwar so laut, dass wenn jetzt da draußen zufällig jemand vorbeigeht, gell? Und da geht bestimmt oft jemand vorbei, gell? Dass der sagt, leck mich am Arsch, die Rolling Stones im Landcaster Fahrer, hey! So müsst ihr Gas geben und dann haben wir es schon geschafft mit meiner ersten Runde. Ihr seid ein großartiges Publikum schon mal. Vielen Dank. Probieren wir es. 1, 2, 3, 4, Fußball! Dankeschön! Merci! Wahnsinn, Michi Dittmeier. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja was. Scheiß Gott, hast du die Sprinkleranlage eingeschaltet? Nein, das ist nicht meine Tropfen, aber es ist ja... Unglaublich. Das ist gescheit worden. Michi, sitzt dir zu, kriegst was zum Trinken. Oh, Wahnsinn, hey. Das ist einmal ein Start, da kann man sich noch langsam steigern, oder? Michi, magst du deinen Karottensaft? Okay. Ist noch ausgeschaltet. Ne? Ja. Umbleiben, genau, nicht mehr umbleiben. Das wird schon gehen. Ja, das geht schon. Was will ich? Karottensaft. Nein. Was? Ja, ich hab den auch nicht eingebaut, aber mein Designassistent hat gesagt, das ist das einzige, was zum Bühnenbild passt. Ja, mein Marketing-Assistent hat gesagt, das passt super, wir haben ein Gemüseanbaugebiet, das hat man nördlich mit Zug. Jetzt, wenn es in der Region jemanden gibt, der so einen Schnaps in der Farbe Brenner kann, vielleicht kennst du ihn kommen. Ich brauch keinen, danke, sehr lieb von dir. Aber es ist Ski und Ski warm bei euch. Dann muss ich. Was magst du drüber? Magst du Bier? Ja, habt ihr Weißbier, oder? Bitte ein Weißbier. Das ist sehr nett, danke. Bring wir hin. Oha. Magst du auch ein Bier? Hätte ich vorher probieren sollen, gell? Aber farblich passt. Ich mein Monitor, der ein bisschen leiser machen vielleicht. Ja. Na, Michi, 1500 Auftritte. Bist du überhaupt nicht mehr daheim? Wann hast du die Kinder gemacht? Die Kinder habe ich schon irgendwann mal gemacht, das ist richtig, hoffe ich zumindest. Aber das, die Sache ist ja die, die Leute sagen oft, du bist ja so viel unterwegs und bla, und dann erkläre ich natürlich auch, ich habe ja drei Weiber daheim, wenn ich das so sagen darf. Und dann, dann ist die Leute immer klar, warum ich so viel weg bin. Nein, das sind ganz liebe Mädels, aber das Problem ist, ich habe daheim nichts zum Sagen. Das ist meine Plattform, danke, dass ihr mir zuhört, wirklich. Ganz toll. Ja. So schaut es ja Michi ein. Er ist sehr schüchtern, kann es aber nicht so zeigen. Ja, das war immer meine große Stärke, meine Bescheidenheit. Danke, alles super. Du kannst es immer noch überlegen, gell? Nein, ich nehme das Bier. Danke, das ist sehr, sehr aufmerksam. Vielen Dank. Okay. Applaus. Applaus für den netten Kellner. Also, jetzt hat Brust. Du kannst ja schon mal deine neue Frage überlegen. Ich frage jetzt gleich, was es sonst noch zum Trinken gibt. Nein, zieh jetzt das durch. Wir haben ja gesagt, das muss alles einheitlich sein. Also zieh ich das auch durch. Finde ich gut, dass du das machst. Michi, man kennt dich von drei Männern nur mit Gitarre. Falls jemand da ist, der das nicht kennt, wer ist da dabei und was ist das? Ja, das ist eine Formation, eine Dreierformation, wie der Name schon sagt, mit meinen Kollegen und Freunden Keller Steffen und Roland Hefter.
Wir haben das Ganze 2009 gegründet, aus einer Not heraus, weil wir alle drei in einer Location hätten spielen sollen, wo bei allen drei Solo jeweils wenig Karten weg waren. Und haben wir gesagt, Roland gesagt, du, ich habe eine super Idee. Wir machen ein Plakat, nur mit Gitarre. Und da sagen wir halt, dass der Aufhänger ist natürlich, dass wir ja alle Solo auch unterwegs sind oder auch mit Bands spielen. Und da, das war eigentlich der Aufhänger von dem Namen her, da sind wir nur mit Gitarre und zu dritter. Und ja, das funktioniert ganz gut eigentlich, kann man sagen. Ja. Und wer es nicht kennt, das Plakat ist wirklich, sie stehen dann da und haben wirklich nichts so, nur eine Gitarre. Das ist richtig. Wie ist das Foto gemacht worden? Habt ihr wirklich nichts so? Natürlich. Wir waren im Fotostudio bei einer Freundin von Roland. Und ja. Gibt es das Foto von hinten, ne? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, nein, das wäre ganz arg. Unglaublich. Du hast mir damals erzählt, wenn wir uns kennengelernt haben, mit deinen drei Vorträgern. Töchter, die haben jetzt nicht mehr so klar, gell? Nein, die Große wäre 13 und die Kleine wäre 9, aber ist schon noch recht überschaubar. Ja. Aber die sind ja eh von Anfang an in der Pubertät gewesen, die sind schon so oft weggekommen. Da hat sich nichts geändert eigentlich. Mir ist jetzt gerade ein wenig Angst geworden, wie ich das Lied gehört habe, weil, also mein Kleine ist ja erst 1,5 Jahre, aber das ist erfunden, oder? Die reden nicht so, oder? Doch, die reden auch so. Das war jetzt bloß ein Auszug der netteren Sachen, die man auf der Bühne bringen kann. Also die kennen wir wirklich, da haben mich einige, glaube ich, auch bestätigt, oder? Die sind auch so, das ist ja eine Bestmann, da redet man halt so. Das ist eine Jugendkultur, da musst du dich auch drauf einstellen, Tom. Na sauber, das hat mir vorher keiner gesagt. Kann man nicht sagen, ich gebe mein Kind zur Adoption frei. Das ist ja halt so, wie es ist. Und das, da muss man durch. Du hast einmal eine CD rausgebracht, die hat Weiber-WG geheißen, weil du mit drei Mädels in der WG wohnst. Ja, was tatsächlich so war. Ich muss auch dazu sagen, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Ich war früher schon einmal einer gerade in der Schule, der immer recht Blätter hergekriegt hat gegenüber Mädels. War wirklich so. Und der blöde Witz gerissen hat. Und wer im Sitzen bissen muss, ist blöd und so. Mittlerweile muss ich das auch. Also, das ist wirklich. Es ist auch so. Und, ich wurde dann auch mal zitiert von einem Pressemann, der hat das sehr schön umschrieben. Der hat mich tatsächlich dann mit dem Oberbegriff Weiber-WG-CD-Präsentation vom Rock'n'Roller zum Sitzbiesler. Und das war wirklich so mein Fall. Aber ich mag das gern. Also abhüsetzen, das kann man schon mal machen. Ihr wisst ja gar nicht, wie das spritzt, Männer, wenn du selber putzen müsst. Es war ein Witz, war ein Witz. Naja, da kann er was auch mitzukommen. Wir haben da noch eine Runde, wo wir gemeinsam mit Oli da haben, ratschen. Jetzt gibt der nächste Künstler, machst du auch so. Und der beweist, dass es in der Altöttinger Gegend nicht nur Wallfahrer gibt. Seit 20 Jahren ist er in Pleiskirchen Musiklehrer, ich rede von Horst Eberl. Und der Bau des Pleiskirchener Golfplatzes 1996 hat sein Leben radikal verändert. Nur durch pure Beobachtung hat er den Golfplatz Blues geschrieben, der in dieser Szene dermaßen gut angekommen ist, dass ein musikalisches Golfdrama nach dem anderen folgte. Mittlerweile hat er 2 CDs nur mit Golfliedern, ohne dass er jemals Golf gespielt hat. Und da ist er dann noch mit draufgekommen. Eigentlich kann er mal über andere Themen auch singen, das ist ja naheliegend. Ja, siehe da, es hat funktioniert. Heute ist er ein unglaublich gefragter Musikkabarettist. Und was ich vor kurzem erst erfahren habe, das habe ich nicht gewusst, eines meiner Lieblingslieder vom Fredl Fesel, nämlich Nieder mit dem Freibier. Kennst du das? Voll lustig, das hat nicht der Fredl geschrieben, das hat er geschrieben. Bühne frei für Horst Eberl! Sagst du, wie hart aus du springst, gell? Wir haben jetzt erst einen Test gemacht. Ja gut, es geht. Ich kann ja auch nicht. Auf und gut, einmal weiter oben. Und weiter her. Na ja, das ist jetzt wurscht. Das ist eh wurscht. Das ist wieder krank. Nicht, dass ich mich noch verhättet, nicht wahr? Ja, also ich darf euch alle sehr herzlich begrüßen. Es freut mich unheimlich, dass ich da sein darf. Und wobei ich sagen muss, ihr müsst eigentlich heim.
Ja, das ist mein Problem. Ich kann es nicht, weil ich weiß, mir da nicht gefällt. Das ist wunderschön da. Ich habe es ja vorhin schon gesehen. Und ja, ich kann es ganz kurz erklären. Ich habe neulich Fernsehen geschaut. Und Sport, irgendwas Spannendes. Ich weiß jetzt nicht mehr, was war, Dressurreiten, unter Wasserballett oder Fußballspiel von Österreich oder irgendwas. Und da bin ich eingeschlafen und wie ich aufwache, deutet eine Frau aus dem Fernseher raus und sagt, ruf mich an! Und ich dachte mir natürlich gerissen und da war ich ein bisschen schlafdämisch. Und da denke ich mir, woher kenne ich die? Vor allem, woher kennt sie mich? Und dann hat sie gesagt, ich warte nur auf dich. Und dann habe ich angerufen. Und dann sagt sie zu mir, Schatzi, was kann ich für dich tun? Dann habe ich gesagt, ruf mich zurück, weil sonst wird's so teuer. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die hat noch nicht zurückgerufen. Jetzt, wenn ich heute natürlich zurückruft und ich bin nicht daheim, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil dann geht vielleicht meine Frau hin. Dann geht vielleicht meine Frau hin und ich weiß auch gar nicht, um was es geht. Dann sogar, wenn da, wo sie was lernen kann, geht sie ins Bett, ne? Na gut, dann komme ich wieder zu spät. Ich bin ja notorisch zu spät gekommen, aber ich bin nicht der Einzige, der zu spät kommt. Ich kenne mehrere, wenn es um 8 Uhr geht, die um 2 Minuten nach 8 Uhr um die Kurven rennen. Und jetzt habe ich ein Lied geschrieben, für alle zu spät kommen. Das Lied heißt, ich raff's nicht, ich schaff's nicht. Ich raff's nicht, ich schaff's nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann machen, was ich will, ich komme einfach immer zu spät. Ich raff's nicht, ich schaff's nicht, es stinkt mich selber an. Ich bin zeitlich einfach ständig hinten dran. Selbst wenn ich früher wegfahre, ist es x-mal schon passiert, dass es dann am meisten fackelt, wenn es am besten mir pressiert. Dann bucht sie den LKW vor dir und an keinem kippst du vorbei. Wenn du sein musst, patzt sie auch gerade vor dir noch eine Bildung rein. Der fährt mitten auf der Straße, wie wenn sie ihm allein gehören. Und am Schluss gibt's nur eine Umleitung, eine Straße wird geteert. Und man weiß ja aus Erfahrung, wenn man es besonders eilig hat, stehen die Ampeln automatisch sich auf Rot. Ich raff's nicht, ich schaff's nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann machen, was ich will, ich komme einfach immer spät. Ich raff's nicht, ich schaff's nicht, ich steck mich selber an. Ich bin zeitlich einfach ständig hinten dran. Ich bemühe mich zwar immer, dass ich pünktlich bin, aber wenn ich weg muss, klingelt das Telefon, natürlich ist für mich. Der Labersack am anderen Ende hört's Quatschen schon nicht auf. Die Zeit, die rinnt dahin, nimmt unbarmherzig ihren Lauf. Und jetzt ist er endlich fertig und jetzt suche ich noch geschwind mein Autoschlüssel, den ich uns verrecken jetzt nicht find. Und ich weiß auch ganz genau, wenn ich die Treppen ab hier renn, dass dann Jehovas Zeugen vor der Haustür stehen. Ich schaff's nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann machen, was ich will, ich komme da einfach immer zu spät. Ich raff's nicht, ich schaff's nicht, ich steck mich selber an. Ich bin zeitlich einfach ständig hinten dran. Und drum ist auch aus meiner ersten Liebe schon nichts geworden. Weil bevor sie mir gehörte, hatte ich sie wieder verloren. Denn auch gerade, wie ich weggehen wollte zu diesem Tät-a-Tät, kommt auch gerade mein bester Spätzl, der eine Stunde lang nimmer geht. Ja, und ewig hätte sie gewartet auf mich und war schon angefangen. Und in die Eisdiele ist sie stockbeleidigt mit einem anderen gegangen. Und mit dem sie damals gegangen ist, ist heute noch beinand. Ja, manchmal ist es auch nicht schlecht, wenn man sie sämt. Ich weiß nicht, wie das geht, ich kann machen, was ich will. Ich werde einfach immer spät. Ich raff's nicht, ich schaff's nicht, ich schick mich selber hoch. Wie zähl ich einfach ständig hinten dran. Aber neulich war ich happy, weil da war ich pünktlich dran. Allerdings muss ich dann noch zu einer Sitzung auf das Klo. Da hast natürlich wieder nichts mehr mit der Pünktlichkeit. Weil selbst der flotte Stuhlgang, er braucht jetzt seine Zeit. Ja, mir ist das alles peinlich, weil ich mich zwar sehr bemühe, aber ich schaff's einfach nicht pünktlich und komm sicher nie zu früh. Und jetzt hoffe ich, wenn's zum Sterben wird, vielleicht bring ich es zusammen, dass ich meinen eigenen Tod etwas versamm. Hey, ich schaff's nicht, ich weiß nicht, wie das geht.
Ich kann machen, was ich will, ich geh mit einfach in den Spiel. Ich raff's nicht, ich schaff's nicht, ich schick mich selber hoch. Ich bezahle ich einfach ständig hinten drauf. Ja, danke schön. Vielen Dank. Ja, es ist schon peinlich mit der ewigen Zu-Spät-Kommerei, aber ich muss auch sagen, so schlimm ist es auch wieder nicht. Da gibt es schon schlimmere Dinge. Also ein Spätzle von mir, es ist passiert, der war ein halbes Jahr lang in Kuwait oder Dubai oder Bahrain oder da unten. Also Katar war es nicht, Katar kenne ich, habe ich selber schon gehabt. Und da war der auf Montage ein halbes Jahr lang, also in so einem Muslimland, wo halt mit den Frauen nichts geht. Und jetzt ist er nach einem halben Jahr völlig sexuell gesehen, völlig ausgehungert heimgekommen. Hat sich gleich mal über seine Frau hergemacht und wie es mittendrin waren und dann werden, hat der Nachbar an die Tür geklopft und hat geschrien: Ist jetzt voller Ruhe! Jeden Tag die gleiche Gaudi! Das da, da. Ja, gesehen. Da wär's peinlich. Mein Gott. Ja, die sind nicht mehr beieinander. Ich weiß nicht warum, aber es ist ein Wurscht. Nee, aber zum Beispiel auch bei mir daheim, also ab und zu rutscht einem ja was raus, was man gar nicht so meint. Also daheim, ich meine, ich bin verheiratet, das sehe ich auch, die meisten von euch auch, das werdet ihr jetzt nachvollziehen können. Nicht wahr? Wie zum Beispiel, wenn du das heraus hast, dann kommst du nicht mehr zurück. Das kannst du nicht mehr zurücknehmen, das geht nicht, das ist schon fort. Nicht? Wie zum Beispiel meine Frau neulich gesagt hat, ich sollte mal mit zum Einkaufen gehen, weil ich hätte Zeit am Vormittag, damit ich mal sehe, was das alles kostet, was da reinkommt da. Ja gut, sag ich, dann gehen wir halt. Dann bin ich, sind wir da in das Supermarkt und einer sage ich, hey, da schau mal her, da gibt es einen Kasten Bier für 12 Euro. Das war sehr günstig. Den könnten wir gleich mitnehmen. Sag sie, das stimmt überhaupt nicht in Frage. Und ohne mich weiter zu konsultieren, geht sie in die Kosmetikabteilung und kauft sie dort eine Tagescreme, sage und schreibe zum Preis von 63,95 Euro. Dann habe ich gesagt, was muss ich dazu sagen, ich war schon ein bisschen abfressen. Dann habe ich gesagt, so was soll denn das gut sein? Und dann hat sie gesagt, dass ich schön aussehe, für dich. Dann habe ich gesagt, das jetzt mit dem Kasten Bier für 12 Euro wird es nicht billiger heute. Ich kann euch sagen, da war Stimmung daheim. Naja, wir haben dann, wie der Bayer sagt, ungefähr 14 Tage steil die Mist gefeiert. Aber dann ist schon wieder geworden, nein, so ein Nachtrag ist er auch wieder nicht. Also neulich strahlend die Treppen raufgekommen, sag ich, was ist mit dir los, was bist denn du so gut aufgelegt? Ja, sagt sich schnell davor, ich habe gerade eine Zigeunerin getroffen, die hat mir prophezeit, dass ich sehr alt werde. Ja, ich habe gesagt, die sind mir auch schon aufgefallen. Ich muss euch sagen, das... Nein, da kannst du nicht mehr zurück. Weil neulich Geburtstag gehabt hat, ich bin ja Depp, ich meine, normal fragt man ja nicht, die Mai hat Geburtstag gehabt, die hat jedes Jahr Geburtstag übrigens. Die haben noch nicht alle Frauen. Nicht alle Frauen nicht. Manche Frauen kenne ich noch aus der Zeit, wo wir gleich alt waren. Aber sie hat jedes Jahr Geburtstag und habe ich sie gefragt, was sie sich von mir zum Geburtstag wünscht. Dann hat sie gesagt, es solle rot sein und in 3 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Da habe ich dann eine rote Waage gekauft. Das war ein scheiß Geburtstag, ich weiß. Nein, tut mir leid, aber ich habe auch nicht gewusst, was sie möchte, nicht? Weil sie sagt ja immer, sie jammert ja immer, also wie viele Frauen, sie kämpft ja mit dem Gewicht, die Mai. Mit dem Gewicht, also wie viele Frauen, meistens verlieren sie es. Also den Kampf, das Gewicht nicht. Weil die Mai sagt, die werde ja halbe, sie wird immer dicker, obwohl sie nur wieder Spatz isst. Ja, sag ich, da hast du dir den falschen Vogel zum Vorbild genommen. Weil der Spatz frisst täglich das eigene Körpergewicht und da muss man... Ja, das habe ich nachgelesen, nein. Da kommt ganz schön was zusammen. Wobei ich sagen muss, sie jammert, dass er dicker wird, obwohl sie nicht nordig wagt.
Weil ich weiß jetzt nicht genau, aber ich bin der Meinung, Nordic Wappen macht dick. Müsst ihr mal aufpassen, fast nur dicke. Hey. Fast nur dicke. Also ich glaube schon, dass das dick. Gut, ein paar Schlanke sind auch dabei, aber die sind wahrscheinlich die Anfänger. Lieber Mann, ich könnte euch noch mehrere Geschichten da erzählen, aber ich mag jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt ein Lied geschrieben über so Peinlichkeiten. Weil ab und zu wünscht man sich ja, dass ich ein Loch im Boden auftäte. Aber es tut sich nicht auf. Also bei mir zumindest hat es noch nie aufgehört. Das Lied heißt, auch ist das peinlich. Ich spielte neulich ein Konzert, doch ich sag nicht wo. Den Leuten hat's recht gut gefallen, okay, das ist fast immer so. Aber nach der Pause lachen sich die Leute schier kaputt. Und ich denke so für mich, hey wow, heute bin ich aber wieder gut. Und am Ende des Konzerts kommt ein Mädchen zu mir, sie ist wunderschön. Und sie flüstert mir ins Ohr, sie würde gerne mal mit mir nach draußen gehen. Voll Erwartung stehe ich da und sie fragt mich, ob ich noch nicht wüsste, dass seit der Pause mein Hosentier Sperrhagel weit offen ist. Ist das peinlich? Ja, Mann, oh Mann. Wo ist das Loch, in das ich mich verkriechen kann? Wir haben im Badezimmer ein Problem. Die Dusche ist kaputt. Und darum schlafe ich etwas länger, weil kaltes Duschen tut mir nicht gut. Meine Frau ist schon auf, aber ich werde gerade erst wach. Weil es draußen in der Wohnung rumpelt, mein Gott, was machen die für Krach? Aus dem Schlafzimmer rufe ich, gib mir Ruhe und komm zurück ins Bett. Dann machen wir ein bisschen Liebe, du weißt doch, dass ich's nötig hätte. Ich sag, hey, dann zieh die scharfen Latex-Sachen an, das erregt mich sehr. Da ruft ein Mann, ihre Frau, hey, gerade sie, ich bin der Installateur. Wo ist das Loch, in das ich mich verkriechen kann? Ich bin ja schon wieder blöd. Aber nur eine Strophe. Ich stehe in einem Lift und der Bauch, er zwickt mich sehr. Ich lasse der Blähung freien Lauf, Gott sei Dank, der Lift ist leer. Und wie der Duft sich voll entfaltet, denke ich, oh, das darf nicht sein. Da stoppt der Lift und eine fesche, feine Dame kommt herein. Ich höre sie ganz deutlich die Luft durch ihre Nase ziehen. Mein Kopf wird knallrot und ihr Gesicht tendiert nach grün. Sie fragt mich gleich, wer sind Sie, was tun Sie in dieser Firma hier? Ich sage, ich habe ein Vorstellungsgespräch. Ach, Herr Eberl, kommen Sie mit, das ist bei mir. Wo ist das Loch, den ich mich verkriechen kann? Danke. Was kann ich noch hier machen? Ja. Da. Ja, vielen Dank. Ich würde noch ganz gerne was machen, ein ganz nice. Es liegt mir sehr am Herzen, dass ich dieses Lied noch singen kann, jetzt gleich am Anfang. Ich habe zum Tom gesagt, reden wir dafür weniger. Nein, ich habe jetzt ein neues Lied geschrieben über die alte Zeit, weil die Zeiten ändern sich ja. Das ist ja wunderbar. Meistens macht man alte Lieder aus der alten Zeit. Ich habe ein neues Lied aus der... Weil es gibt einen Haufen, wenn ich in die Runde schaue, sind auch Junge da, die können mit gewissen Begriffen gar nichts mehr anfangen. Zum Beispiel Telefonzelle. Also für die Jungen muss ich sagen, das sind so eine Art begehbare Handys gewesen. Oder zum Beispiel Sendeschluss. Sendeschluss, das kennen die nicht mehr. Das war beim Fernsehen, das einmal, ich kann das ganz kurz erklären, wie bei uns daheim der Fernsehabend abgelaufen ist. Also wir hatten drei Programme. Früher, drei. Also das erste, das zweite und das bayerische, das dritte. Und da ist dann die Mutter auf dem Kanapé gelegen
Und der Vater im Fernsehsessel. Und ich bin so am Eck dort gesessen. Und wenn der Fernsehen, wenn das Fernsehen aus war, ja, dann hat es dann so ein Testbild gegeben und dann ist der Griesel, das Griesel gekommen, Schnee hat das geheißen. Das war dann. Und da hat sie dann meistens gerissen am Vater. Hat gesagt, ich schau aus, ne? Und schalte mal um, ob bei den anderen auch noch was haben. Weil ich war damals so eine Art Fernbedienung. Okay. Dann habe ich das erste Programm eingeschaltet und da war dann irgendwas schon Testbild, nicht? Und dann der Pfeifton. Und da ist nichts mehr gekommen. Dann war es gar, Sendeschluss. Dann habe ich noch das dritte umgeschalten, da war dann auch, oder Bayern-Hymne oder irgendwas war noch. Und dann war es Feier. Und da hat der Vater gesagt, na gut, wenn die auch nicht mehr auf sind, gehen wir mir eins mit. Das war übrigens die Zeit, wo Tomaten noch in der Erde gewachsen sind und nicht auf Styropor. Und es war auch die Zeit, wo man im Fernsehen noch hat selber richten können, indem man einfach oben auf den Deckel aufgegangen hat. Also, die gute alte Zeit. Ich sing euch nun ein Lied. Man muss mich unterbrechen. Entschuldigung, manche werden sich jetzt denken, klingt ein bisschen nach Reinhard May oder so. Man muss ja auch so. Ja, May. Ich sing euch nun ein Lied aus der guten alten Zeit, die durchaus nicht so gut war, wie sie manchem heute erscheint. Bin weit entfernt zu sagen, dass früher alles besser war, weil die Welt, sie dreht sich weiter und ich finde es wunderbar. Manche wird sich denken, hoffentlich singt ihr nichts vom Krieg. Nein, nur keine Angst, so weit gehe ich nicht zurück. Bin ja nicht bescheuert, dass ich diese Zeit verklär. Na, was ich sehe, ist noch gar nicht so lang her. Die Jahreszeiten waren wie heute, nur man erlebte sie bewusst. Kalender gab's zum Jahreswechsel und nicht schon im August. Und im Januar war nicht so wie heute schon die Osterhasen dran. Und ein Christkind kam an Weihnachten, nicht ho ho, der Weihnachtsmann. Tomaten sahen die Erde noch und sie schmeckten wunderbar. Erdbeeren gab's im Frühsommer und nicht das ganze Jahr. Und die Weihnachtsplätzchen erst im Advent und die waren noch selbst gemacht. Und dass im Fernsehen mal jemand am Maden frisst, das hätte kein Mensch gedacht. Wer faul war in der Schule, der hat den Sechser halt gehabt. Wer bis 13 konnte, galt nicht gleich als hochbegabt. Bei schlechten Noten, da waren auch die Eltern nicht erfreut. Nur war der Schüler selber schuld dran und nicht der Lehrer, so wie heute. Wenn Fußball kam im Fernsehen, gab's das Spiel und sonst nichts mehr. Und nicht stundenlang Experten labern vor und hinterher. Und im Musikantenstadl war ein Moik. Ja, das war für uns auch hart. Aber die Geißen samt der Katzenberger blieben uns erspart. Computer gab's noch nicht und auch kein Handy war zu sehen. Höchstens Faxgeräte, die meist heute verstaubt im Keller stehen. Und zum Telefonieren war bei uns im Flur ein grünes Ding. Mit Wählscheibe und Hörer, das an einem Kabel hing. 3 Meter, glaube ich, waren es, gell? Natürlich hätte mehr so 3 Meter. Die Polizisten, sie waren damals Helfer dir und Freund. Und sie jagten nicht den Autofahrer, so wie es heute oft scheint. Bei Alkoholkontrollen drückten sie meist die Augen zu. Und oft waren auch die Polizisten genauso blau wie du. Bei Wirt gab's noch den Stammtisch und es wurde dort noch geraucht. Und
das Heer an Kinderpsychologen hat auch kein Schwein gebraucht. Man ging zu Fuß, fuhr mit dem Rad, da war man gut trainiert. Man wollte ja auch nicht jeden Meter mit dem Auto rumchauffieren. Die Buben hießen Hans und Sepp und nicht Justin oder so. Kaffee trank man im Sitzen und nicht so wie heute to go. Man hat auch niemand mit zwei Stecken durch die Gegend rennen sehen. Und wenn die Männer pinkelten, dann durften sie das noch im Stehen. Bin wohl hoffnungslos nostalgisch, doch ich fühle mich noch recht fit. Und jeden Mode-Firlefanz macht ich sowieso nie mit. Mach mich nicht gern zum Affen, mein Gott, so bin ich halt. Für vieles zu vernünftig und fürs meiste schon zu alt. Bungee-Jumping werde ich durchaus nicht mehr ausprobieren. Und ein Piercing wird mit Sicherheit meinen Penis nicht verzieren. Ich bin ja nicht so blöd, dass ich für zweifelhaften Spaß mir in mein allerbestes Stück ein Loch reinstanzen lass. Will auch niemand mehr beweisen, was für ein toller Hecht ich sei. Lass mich auch nicht tätowieren, nicht mal ein Arschgeweih. Und ich färb mir meine Haare weder lila, pink noch grün. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich eine Spaßbremse bin. Ich geh ans Grab an aller Heiligen und ich scheiß auf Halloween. Danke schön. Horst Eberl. Sitzt hier. Unglaublich. Horst, was magst du trinken? Was hast du im Angebot? Was hast du denn im Angebot? Ja, vorzüglich ist natürlich die Karottensaftschorle. Ja, hast du beim Pelzi gelernt, oder? Nein, wir haben das eingeredet. Tu doch mal her, weil ich habe ja dann danach Gelegenheit, dass ich bin zum Schwein werde. Du bist recht gesund. Weil normal mag ich nicht so gesund. Mir ist die Woche auch vom Paar passiert. Ich sage zu meiner Freundin, wie schaut es aus, machst du Orangen? Sagst du, nein, ich habe keine Probleme. Wieso, das ist doch gesund, hat Vitamine und macht eine schöne Haut. Wohin aus Vitamine haben, ist Orange die denkbar ungünstigste Frucht, was du mit Haut verbinden kannst. So ist es. Weißt du, ja, was war damals gewesen, wenn 1996 Fleißkirchen nicht einen Golfplatz gebaut hätte, sondern ein neues Bushäusl? Ja, wahrscheinlich jetzt in Rente. Erklär mal, wie funktioniert sowas, wenn man nicht Golf spielt? Ja, die Sache war ganz einfach. Ich habe ja früher schon einmal Lieder gesungen vom Ulrich Roski oder vom Georg Kreisler. Und die haben mir immer sehr gut gefallen. Und da ist eines, haben sie den Golfplatz gebaut und da ist der Präsident vom Golfclub gekommen und hat gesagt, du kannst so lustige Lieder, du könntest bei der Einweihung singen. Dann habe ich mir gedacht, da kannst du nicht anfangen mit gehen wir Tauben vergiften im Park oder so. Und das war dann ein bisschen eine blöde Geschichte. Und dann habe ich ein paar Freunde gehabt, die Golf gespielt haben und die haben mir dann erklärt, auf was es drauf ankommt. Und dann habe ich da einfach drüber geschrieben. Und das ist dann so ein wunderbares Programm im Laufe der Jahre entstanden. Und ich war lange Zeit praktisch, glaube ich, der einzige Golfkabarettist in ganz Deutschland. Das war eine super Sache. Und die können es alle nicht fressen, dass ich nicht Golf spielen kann. Wie können Sie die Golfer singen so treffen? Und ich sag, mein, im Prinzip ist es nichts anderes, als wir wissen, die beiden Menschen ärgern, die nicht vom Loch aussehen. Das ist das gleiche Gefühl, was man so entwickelt. Weil die hauen ja doch daneben, nicht wahr? Also man muss auch sagen, beim Einlochen haben die Golfer in etwa das gleiche Problem wie die Eunuchen. Theoretisch weiß jeder, wie es geht, aber praktisch haut es nicht hin. Unglaublich. Weißt du, Eberl, das ist kein Künstlername, oder? Nein. Nein, ja, nein, das ist...
Passt einfach ganz normal. Ich bin so geboren, ja. Eigentlich heiße ich Peter Brett, also Brett Pitt, aber ich habe jetzt das. Den Namen kann man nicht anbringen. Nein, das geht einfach nicht. Was mich aber interessiert, weil es sehr lustig ist, was ist denn der gigantischste oder schönste Auftritt gewesen und was ist der schlimmste Auftritt gewesen in deiner Karriere? Du hast so schon einiges gemacht. Ja, also die größten Auftritt, das kann ich jetzt eigentlich nicht so sagen. Es ist jeder Auftritt ist schwierig in irgendeiner Form, außer es geht einmal direkt was in die Binsen. Aber es ist auch heute zum Beispiel eine wunderbare Sache, da vor so viele Leute zu spielen, weil ich habe ein Spiel normal im Wohnzimmer gerissen. Gell? Und nein, es macht Spaß in solche Sachen. Das kann ich jetzt nicht sagen, was das Beste oder das Schönste war. Aber es ist mir zum Beispiel, ich war einmal Hochzeitslader ein paar Jahre lang und habe dann gesagt, jede 30. Hochzeit geht in Grom. Also vom Auftritt her. Und das ist bei solchen Auftritten auch ab und zu der Fall. Also ich habe einmal zum Beispiel, waren wir bei den Körgeln in Südtirol mit einem Bus unten und da haben sie mich ganz gern mitgenommen. Gell? Sag, du fährst mit bei uns, weil das ist lustig, verstehst du? Nimm halt deine Gitarre mit. Gell? Und naja, dann weiß ich alleweil schon. Und dann haben sie natürlich recht eingesupfen und ich auch. Und dann haben wir zum Beispiel, aber dann natürlich Witz verzeiht und Lieder gesungen und eine Gaudi haben wir gehabt. Nur der Busfahrer, der sitzt direkt vor mir. Und der schaut mich permanent an und verzieht keine Miene. Die einen haben sich halt so angepinkelt, verstehst du, und er starrt mich an und ich denke mir, das gibt's nicht. Kannst du nicht machen, das gibt's doch einfach nicht, der wird doch irgendwann einmal lachen. Nix, keine Miene verzogen. Und du schaust ja dann alleweil hin, nicht? Weil das gibt's ja nicht. Die anderen, der eine schmeißt sich fast am Boden und er steht da. Am nächsten Tag bin ich dann noch ein bisschen schlecht benannt. Die Treppen vom Hotel da runtergehen zum Busparkplatz, da kommt er gerade von seinem Bus her, schaut mich an und sagt, eins kann ich dir sagen, ich habe mich noch nie so amüsiert. Da habe ich mir gedacht, einmal hättest du mir sagen können. Ich habe dir vorhin gesagt, Lieder von dir hat gecovert worden, oder nachgespielt praktisch. Fredel Wesel hat es gemacht. Ja. Ja, das ist ein Freundschaftsgeschenk, oder? Ich hatte nicht mehr davon. Wir wohnen ja im gleichen Ort. Der Person Pleiskirchen, wer es zufälligerweise nicht kennt, bei Google kann man das. Ja, da steht es drin, ja. Da haben wir einen Golfplatz auch. Und ja, der Fredel Wesel und ich, wir kennen uns natürlich. Ich wohne jetzt 40 Jahre dort und er 25 Jahre. Und es ist so, wie sich halt zwei Bäcker kennen, so können sie auch zwei Lieder machen. Und die Geschichte war dann so, weil die Leute gefragt haben, Mensch, gibt es denn die Golfsachen nicht auf CD? Dann habe ich zum Fredel gesagt, Fredel, soll ich da eine CD machen? Weil die Keller sind voll von unverkauften CDs, brauchst gar nicht. Ich kenne das nicht, ich weiß nicht, ob es gut ist, oder keine Ahnung, habe ich gesagt, ich spiele es dir einmal vor. Ja, und dann hat er das mitgeschnitten und beim zweiten Lied hat er gesagt, du kannst jederzeit machen, das ist saugut. Und dann trifft ihn und sagt er, wie schaut es denn aus, ist deine CD schon fertig? Ja, sage ich, nächste Woche wird es rauskommen. Du übrigens, hat er gesagt, ich möchte nie von dir singen. Aber das betrifft den Frage, okay, weil das ist ja wie ein Ritterschlag. Ja, aber du sagst, selbstverständlich darfst du das machen. Ja, er sagt, wäre scheiße, wenn du das nicht erlauben darfst, weil ich kann schon. Und dann hat er meine Goldliedsängerprobleme, das Lied war so offiziell, das hat er dann umgebaut und was wieder mit dem Freibier. Und inzwischen singt der Scheurerhansi auch, nicht der Haberfeldtreiber. Scheurerhansi sagt er, Scheurerhansi sagt er, singt alles, was gut ist. Es sind jetzt inzwischen mehrere, die das nachhören. Das Schlimmste, was mir passiert, ist, dass der Florian Silber einfach zu hat. Man muss sich das vorstellen, er singt das also auch schon Fredel Wesel, aber so schlecht schon, so ist es so peinlich. Und der Fredel hat gesagt, dass man jeder eher hat den Schmuck. Ja, so läuft es manchmal. Wo bist du demnächst in der Gegend? Wie will man da eine Werbung machen? Ich weiß nicht, ich bin mit meinem Mann zum Beispiel in Wasserburg, aber das ist ein Schülertreffen. Gibt's da einen? Ja, das ist die Rede, gell? Ich gehe von Termin zu Termin und dann ist wieder da was und dann kriege ich wieder mal dort was. Zum Beispiel gestern war ich in Simbach, was kriegen die sonst mal gesagt, gell? Das ist die Rede.
Das kippt irgendwann einmal wieder, aber jetzt, ich weiß es nicht, also momentan. In der Nähe bin ich nicht, Müngerl mal oder so. Also dann wird zwei davon, aber die Leute haben sich... Aber ich habe eine Heimseite, also Homepage um die Jungen, da ist eine Heimseite, da könnt ihr bei Google eingeben und dann meinen Namen und dann kommt es und dann steht es unter Termine, unter Termine. Also unter Pressefotos steht es nicht unter Termine, das ist schon drin. Bei mir, wo bist du demnächst in der Gegend? Ich wollte nicht noch zum Horst sagen, Heimseite klingt so nach bitte-leute-wohnen.de. Ich bin da auch morgen unterwegs, aber das ist ein Scheier mit den drei Männern und Willi Asper spielen wir da. Das ist gut gelassen. Ja, vielleicht kommen wir irgendwelche Klassen zu Wort. Nein, aber ich weiß nicht, ich bin so ein Geografie-Depp, dass ich gar nicht weiß. Ah, du weißt es! Danke, Caro. 22. Da sind drei Männer auch im Altersbach. Bierfest. Da bin ich übrigens auch einmal. Wunderbar, genau. 22. Das ist der nächste Kreislauf. Aber ich habe auch eine Homepage, eine Seite und die liegen so Karten und die liegen da draußen. Wer Lust hat, nimmt es einfach mit. Wunderbar, mehr dazu. Später, wir haben einen dritten Künstler, der dritte im Bunde. Und diese Karriere, die hat ganz anders angefangen wie viele Karrieren seiner Kollegen. Ich spreche von Stefan Das Eichner. Und der hat als erster Mal so auf Kleinkunstbühnen so Polierter gespielt, so auszugsweise, also Kurzauftritte, bis seine Frau ihm zum 32. Geburtstag einen Überraschungsauftritt geschenkt hat. Sie hat alles hergerichtet, zwar organisiert, die Karten waren gedruckt, Plakate waren gedruckt zu seinem ersten Soloprogramm zum Schreier, der Saal war gebucht, es war alles perfekt. Nur von dem Soloprogramm hat er bis zu seinem Geburtstag noch nichts gewusst. Zum Glück war das erst 9 Monate später und er hat es tatsächlich geschafft. Er hat auf diese Zeit ein komplettes Programm geschrieben, aus einem ausverkauften Abend wurden gleich 3. Es folgen Fernsehauftritte im Schlachthof, oder Frankenfasching war er schon und er sammelt so Kabarettpreise wie andere Briefmarken. Zum Beispiel NDR Comedy Contest in Niederösterreich, den Kabarettpreis 2012 oder ganz aktuell für seine Fernsehshow, Radioshow, im Radio ist er, Das Eich der Woche oder den Coburger Medienpreis 2016 gekriegt. Jetzt erwartet man natürlich einen Künstler mit Mordsorden und Lametta drauf. Nein, er ist so wie er schon immer war, ein ganz entspannter Franke und er sagt über sich selber, er macht ja nur Schmarrn und spielt Gitarre. Bühne frei für Stefan Das Eichner. Servus, grüß euch. Das ist ja nicht geil. Servus, freu mich. Ach, schön. Puh, schön waren da ungleich. Die sind drauf, ja? Wahnsinn. Servus, als mich der Tom angerufen hat, wir haben uns 6 Jahre lang nicht mehr gesehen oder 7, ich habe mich so gefreut, dass ich hier gleich zur ersten Show mit eingeladen worden bin. Seit Wochen habe ich mich auf ein junges, dynamisches, gut aussehendes und zahlreiches Publikum gefreut. Und wenn ich mich so umschaue, ja, so, das mit zahlreich haben wir schon mal geschafft, auf jeden Fall, gut. Aber na, der Tom hat gesagt, der braucht also keine Show ohne Quotenausländer und ich habe gerade Zeit gehabt, also ich komme aus Franken. Ich frage gleich mal, wer kennt mich schon, wer hat von Das Eich schon mal was gehört? Hand hoch bitte. Okay, machen wir es andersrum, wer sieht mich heute zum ersten Mal? Ja, und da haben wir es wieder, es waren nicht alle, der Rest hat die Frau auch nicht kapiert, wie schaut's aus? Also, ich stelle die Frage immer am Anfang, das kapiert, da kommst du schon ein bisschen verarscht vor. Ne? Es gibt bloß 2 Antwortmöglichkeiten, ich kapiere, da machen nie alle mit. Was ist das für ein Reflex? Das ist ungefähr so, als wärst du eine Straße vor, vorne kannst du bloß rechts und links abbiegen, weil da ist eine Mauer. Fast alle machen das auch, biegen rechts und links ab. Es gibt immer ein paar, die kacheln gegen die Mauer, weil sie noch eine dritte Meinung einholen wollen. Also, du wirst echt nur noch verarscht. Also, ich komme aus Kulmbach in Oberfranken und da bin ich bekannt wie ein bunter Hund, 30.000 Einwohner. Und da bin ich aber neulich, wollte mich einer verarschen. Ich wusste, ist aus Kulmbach. Kommt so ein Flatschgockel auf dem Kulmbacher Marktplatz auf mich zu? Und der wollte mich, wie gesagt, ist aus Kulmbach, aber leg dich nie mit einem Komiker an. Grinst mich so blöd an. Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Da habe ich gesagt, dann schaust du wahrscheinlich recht viel Pornos. Ja, da habe ich gesagt, gestatten Rudi Riemen. Ui, da hat er geschaut. Das ist.
Na, es ist nie fair. Na, es ist nie fair, wenn man ein bisschen schlagfertiger ist, Leute. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, an dem ist ein super Komiker verloren gegangen. Der schafft es wirklich, mit einem Satz alles zu entwaffnen. Neulich ist er heimgekommen mit einem Mordstrom-Kracher im Gesicht. Voll bis unters Dach und seine Frau war schon im Eingang standen mit so einem Gesicht. Wo kommst du jetzt her? Ich habe gesagt, du trinkst höchstens 2 Bier und bist zum 10er daheim. Ach, so rum war das. Und schon war das Thema. Vor 2 Wochen sitzen wir bei ihm auf der Couch, haben Fußball geschaut, nachmittags 3:30 und er schreit in die Küche: Schatz, wo ist denn das Bier? Hast du mal auf die Uhr geschaut? Ja, da steht's auch nicht. Einfach, es ist schön. Gut. Ja, ja, also, na. Ich bin Profi, ich kann zwischen echten und Mitleidsapplaus unterscheiden. Also, leise. Gut, ab und zu ist mein Kumpel auch schon ein wenig hart drauf. Wir haben auch ein wenig so die Thematik gehabt mit jungen Mädels und Pubertät und jungen Frauen. Hat er gesagt, die sind ein wenig schwierig. Ich schau, früher hast du einen Drachen töten müssen, damit du deine Jungfrau heiraten kannst. Jungfrauen findest du heute nirgends mehr, musst direkt den Drachen heiraten. Also es ist schon ein wenig heikel. Und den Vogel hat er neulich abgeschossen, da sagt er war jetzt im Urlaub, er muss seinen Kummer ersaufen. Ich so, hat's geklappt? Na, die Schwiegermutter wollte partout nicht mit ins Meer. Also, das wollte ich gar nicht, ich schweife schon wieder ab. Na, ich wollte einfach nur erzählen, dass man überall nur verarscht wird. Also ich schreibe keine Programme, ich laufe durch die Gegend, das ist bescheuert genug. Ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Hobbykoch. Und seit 2-3 Jahren gibt es so ein Trendgewürz. Siehst du in jedem Laden mittlerweile stehen das sogenannte Himalaya-Salz. Hat das schon mal jemand? Himalaya, ein ganz großer Trend. Kostet 9 Euro so, ein halbes Kilo. Leute, kauft so einen Scheißdreck nicht. Das ist die pure Verarsche. Da steht vorne drauf, Millionen von Jahre alt. Aha, aber sie haben es gerade noch rechtzeitig entdeckt, weil es bloß bis 2017 haltbar ist. Also, denkt da mal drüber nach. Es ist... Überall wär's bloß verarscht, echt. Und der Gipfel war neulich, als ich war neulich ein bisschen auf Tour und so um 2:30 nachts war's auf der Autobahn, der Sprit wird alle und ich muss noch kurz tanken. Kurz vor der Haustür bin ich noch an die Tankstelle rausgefahren, hab getankt, geh rein in die Tankstelle und hol mir noch so ein Seidler Bier mit aus dem Kühlschrank für daheim, geh ich an die Kasse und die Kassierin wollte mich auch verarschen. Schau dir aufs Bier, guck mich an, sind wir schon volljährig zu mir. Ob ich schon volljährig bin, habe ich gesagt. Na, ich habe gerade für 96 Euro Diesel in mein Mofa getankt. Also, du Mann, ich kann mit solcher Leuten nicht normal umgehen. Du musst was drauf sagen. Es nimmt teilweise Auswüchse an. Ich hab mich so dermaßen in mein neues Programm Jetzt Eicht's neigestresst. Da singe ich gleich ein Lied aus diesem Programm. Jetzt Eicht's heißt das Programm. Und ich habe mich so dermaßen beim Proben neigestresst, dass sogar so ein entspannter Franke wie ich im Proberaum Stresssymptome gekriegt hat. Ich habe geprobt und 3 Durchgänge gemacht und irgendwie abends um 11 Uhr, zack, Stresssymptome, Tinnitus auf beiden Ohren. Und ich wusste mir nicht anders zu helfen, weil ich ja weiter proben muss, als bei der Tinnitus-Selbsthilfestelle anzurufen. Die gibt's wirklich. Und ich rufe da an und selbst da in deiner größten Not wirst du auch verarscht. Ich rufe da an, was glaubt ihr, was da, es war ja außerhalb der Geschäftszeit, was glaubt ihr, was bei der Tinnitus-Selbsthilfestelle auf dem Anrufbeantworter gesprochen ist? Sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Pfeifton. Ja, leck mich halt am Arsch. Da war ich dann an der Dattel heute. Aber so, machen wir ein wenig ein Lied, hätte ich gesagt, vom neuen Programm. Aber wir machen vorher ein wenig einen Soundcheck, weil wir haben 3 getan da. Ne? Und damit es auch schön klingt, machen wir einen kurzen Soundcheck-Song. Ich sage es gleich dazu, der dauert bloß 2 Zeilen. Das ist für uns dumm, das Lied. Wem das nicht gefällt, es ist nur Soundcheck, es ist gratis. Machen wir so, weil es ist bloß für guten Ton. Man kann aber auch, ist ein ganz kurzes Lied, man kann aber auch mit 2 Zeilen ganz viel Kopfkino machen. Achtung. Neulich musste ich husten, in der Hose wurde es warm. Da fiel's mir wieder ein, ich hab ja Magen-Darm. So, haben wir schon wieder einen Hit? Komm. Das. Ich hab Spaß an sowas, also es ist schön. Ein paar von euch auch, ne? Aber, naja gut, dann so viel Zeit haben wir schon noch. Es gibt noch eine zweite Version von diesem Lied.
Und zwar eine Gammelfleisch-Version, habe ich geschrieben. Also es ist ja aller Furzlang irgend so ein Gammelfleisch-Skandal. Ne? Und mein liebster Gammelfleisch-Skandal war, als damals dieses Pferdefleisch in der Lasagne war. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Und die Leute haben sich aufgeregt wegen diesem Pferdefleisch in der Lasagne. Also wir sind doch selber dran schuld, wenn wir für 500 Gramm Nahrung nur 1,99 ausgeben, dann passiert halt sowas. Und ich bin Kleinkünstler, ich bin auf Fastfood angewiesen. Ich habe diese Pferdelasagne gefressen, wie blöd. Und ich konnte echt in Warnung, man konnte es essen. Also es macht, es ist, ruhig, Brauner, ruhig, 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 ruhig. Ist nur Niederhausen, ganz ruhig ist Bus. Ist bloß Niederhausen. Na, also, macht nichts. Okay, die Frisur ändert sich noch an der Zeit ein wenig und der Begriff, ich hab Schimmel in der Wohnung, kriegt eine ganz neue Bedeutung, aber es ist egal. Gibt's noch eine zweite Version von diesem Lied, eine Gammelfleischversion? So. Ich hatte Sprühwurst nach Lasagne. Ja, da ist immer sehr ruhig im Publikum, weil da ist in der ersten Zeile ein Fachbegriff drin, den kennen die wenigsten. Der Michi hat ja vorhin schon so ein Speziallied gesungen. Das ist, dieses Wort kommt auch aus der Jugendsprache, dieses Fachwort. Die haben ja für alles neue Wörter, die Kids, haben wir ja vorhin schon gehört. Und Sprühwurst ist Durchfall. Habt ihr schon was gelernt heute Abend? So. Ja. Das ist in etwa das Niveau, auf dem ich heute Abend arbeiten möchte. Na Quatsch. Das ist ja nur Soundcheck. Ist umsonst. Das gehört nicht zum Booker. Ich hatte Sprühwurst nach Lasagne. Es lief nur so in die Buchse rein. Sprühwurst nach Lasagne. Muss Rennpferd gewesen sein. So. Und dann, jetzt fangen wir aber an. Wir waren ja gerade bei der Dame in der Tankstelle, die mich so für volljährig gehalten hat. Also zu ihrer Verteidigung, die Dame in der Tankstelle, ich weiß, ich schaue schon noch verdammt knackig aus für 30. Also, wer war das da hinten, das habe ich gehört. Was sagst du? Pff. Na Quatsch, ich komme mich ja outen, ich bin Baujahr 75 und ich bin letztes Jahr bin ich 40 geworden und ich bin nicht der Einzige, ne? Wir sind alle, drei Künstler sind 40, eine nicht, ihr dürft raten, welche nicht. So. Auf jeden Fall, ich habe mir zu meinem es gibt ja so Leute, die haben im Älterwerden Probleme und ich sage, das müsst ihr nicht, Leute. Es ist doch wichtig, wie jung man da oben bleibt, wie alt man auf dem Papier ist, ist vollkommen wurscht. Und wie bleibt man jung in der Platten? Indem man einfach im Alltag möglichst viel Blödsinn macht. Und ich habe zu meinem 40. für mich und für all die, die vielleicht vergessen haben, wie man im Alltag wieder albern ist und Spaß haben kann, habe ich dieses Lied geschrieben. Das heißt, Pfeif drauf 40 geht ungefähr so. Vor vielen Jahren habe ich ein Lied drüber geschrieben, wie man sich mit 30 fühlt, wo ist die Zeit geblieben? Unglaublich schnell vergangen, kaum zu glauben, aber wahr. Das Eich, das heute vor euch steht, ist jetzt schon 40 Jahre. So, jetzt habe ich das endlich mal geschafft, die beiden schlechtesten Reime der Menschheitsgeschichte in ein Lied zu packen. Jetzt habt ihr schon mal gehört, diesen Reim? Also wenn er am Samstag die Zeitung aufschlägt, zu den Glückwunschseiten kommt, wenn die Verwandtschaft den Jubilar mit einem selbstverfassten Gedicht beglückt. Und ich denke mir immer, wie sehr muss dich die eigene Verwandtschaft hassen, wenn sie dich immer mit demselben Gedicht bestraft. Das kennt ihr doch, oder? Kaum zu glauben, aber wahr, Onkel Willi wird heute 60. Ja. Und zu seinem Wiegen wünschen wir das alle. Ach, ihr seid jetzt, die das immer textet. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ich hab nicht groß gefeiert, weil ich's lieber spontan mag. Ich feiere nicht nach Termin, ich feiere jeden Tag. Biologisch bin ich 40, doch im Kopf nur halb so alt. Ein gnadenloser Kindskopf, mein Gott, so bin ich halt. Neulich sagt einer zu mir, ich müsst jetzt ruhiger machen. Das wäre doch wirklich peinlich, mit 40 solche Sachen. Ständig diese Unfug, Blödsinn und Narretei. Ich sag ihm, deine Meinung geht mir voll am Arsch vorbei. Denn ich sag Pfeif drauf, ich bin 40, doch was macht das schon? Ich lebe weiter, Rock'n'Roll, geh du ruhig in Pension. Jedem doch das seine, Sportsfreund, drum sag ich dir, lutsch du ruhig dein Granufink, ich bleib lieber beim Bier, ja. Erst kürzlich habe ich mir neue Ohrringe gestochen. Mit ner Freundin ganz spontan ist uns das ins Hirn gekrochen. Mein Leben war schon immer bunt und vieles ist passiert. Und das Best-of dieses Lebens wird demnächst auch tätowiert. Ich habe mit 40 Jahren noch keine einzige Tätowierung. Ich habe diesem Trend wirklich standgehalten. Es war ja mal eine Zeit lang so,
dass sich Leute allerhand tätowieren lassen und vor allem junge Leute schon mit 18, 19, 20 lassen die sich tätowieren. Das kann man machen, aber ich weiß nicht, wenn die mal 80 werden sollten, ob die dann SpongeBob noch geil finden. Also, wenn ich mich in jungen Jahren tätowieren lassen, dann hätte ich mir wahrscheinlich irgendein Motiv von Astrid Lindgren gestochen, Pippi Langstrumpf oder Carlsson vom Dach auf dem Oberarm, weil die haben mich schon immer fasziniert. Und Ali, Astrid Lindgren war für mich schon immer Rock'n'Roll. Die hat mal einen geilen Satz gesagt, den möchte ich heute Abend nochmal schenken. Lass dich niemals unterkriegen, sei frech, wild und wunderbar. Und da ist echt was dran, weil ich muss auch sagen, wenn ich ab und zu so ein paar ehemalige Schulkollegen treffe, die sind ja auch so alt wie ich, die sind auch 40, aber ein paar von denen so optisch, die sind schon locker ein Drittel weiter, die schauen teilweise schon aus wie Frührenten. Ich denke, was ist denn mit denen passiert? Und am schlimmsten sind die, die auf Rock'n'Roll machen, aber kein Rock'n'Roll mehr haben. Neulich kam so eine Fummeltrine aus der Parallelklasse auf mich zu und die Tussi hat so ein saublödes T-Shirt angehabt. Ich glotze auf ihr T-Shirt und sie, ja, ich weiß schon, ich bin auch so alt wie du, ich bin jetzt auch 40 geworden, aber ich bin genauso wie du immer noch ein ganz verrücktes Huhn. Wisst ihr, was auf dem T-Shirt gestanden war? Vorne drauf, Spießer, Fragezeichen und hinten drauf, nein, Bausparer. Ja, leck mich am Arsch. Die hat's krachen lassen, leck mich fett. Also, bevor ich einmal so weit komme, ich würde lieber an einer gepflegten Zyankali-Kapsel lutschen. Ich sag's euch da. Da mache ich lieber weiter Blödsinn mit meinen Kids im Garten zum Beispiel. Auf dem Gartentrampolin springe ich höher als die Hecke, als ich oben bin. Schaut mein Nachbar um die Ecke und schaut gleich wieder weg und schreit ne ehrlich Eiche, Mann, du kannst dir hier gern rumhüpfen, doch zieh dir untenrum was an. So mancher Zeitgenosse nennt das plump ne Midlife-Crisis. Tut mir leid, bei mir ist anders. Warum? Naja, ich weiß es. Die Sache ist banal, mir tut das Ganze einfach gut. Ich fahr mit Mütze Auto, aber noch lange nicht mit Hut. Wenn ich sag pfeif drauf, ich bin 40. Wen haben wir denn da? Wer macht das? Wen haben wir denn? Achso, das war es doch nicht. Ja, okay. Das war's doch nicht mehr. Ich erkläre mich solidarisch, Tom. Komm los, ich mach das. Das muss ich jetzt ausbügeln, okay? Super, gleich in der ersten Runde mit dem Gastgeber verschissen. Das ist doch geil, oder? Ich mach's nochmal. Ich fahr mit Mütze Auto, aber noch lange nicht mit Hut. Denn ich sag pfeif drauf, ich bin 40, ein erwachsenes Kind. Kein Blödsinn mir zu albern, auch wenn ihr glaubt, der spinnt. Im Auto dröhn ich mir mit Motorhead die Hucke voll. Jetzt erst recht, hör du Helene Fischer, ich bleib beim Rock'n'Roll. So, jetzt neige ich schon zocken ein paar unten, die sind schon angefixt. Die haben schon Bock, Blödsinn zu machen, aber vielleicht mangelt's ja so ein bisschen an Kreativität. Ich habe die letzte Strophe, da habe ich jetzt noch drei super Beispiele reingepackt. Die kosten euch keinen Pfennig Geld und ihr habt richtig viel Spaß mit euren Mitmenschen, ich schwör's euch. Also die Mitmenschen nicht mit euch, aber umgekehrt, es ist ja egal. Ich wohn in der Zone 30, setz mich oft in den Vorgarten, im Liegestuhl mit einem Föhn, dann muss ich nicht lang warten. Kommt ein Auto dann mit 60, dann ziel ich mit dem Föhn die entsetzte Fresse und die Vollbremsung, wie schön. Probiert's morgen mal aus, es klappt immer. Beim nächsten müsst ihr euch ein bisschen Zeit lassen, aber es lohnt sich auch. Merkt euch, was jetzt kommt, es ist ein Kracher, Achtung. Liegt im Winter mal kein Schnee, bin ich um 5 schon wach und mach mit der Schneeschaufel auf der Straße kräftig Krach. Ringsrum gehen die Lichter an, die Nachbarn sind auf Trab. Mein Auftrag ist erfüllt, ich leg mich wieder ab. Doch ehrlich, auch das funktioniert immer. Aber ihr müsst es ein bisschen nach Anleitung machen, es geht nicht so leicht. Also ich kam immer, im letzten Jahr habe ich es, im letzten Winter habe ich das auf Tour, wenn ich nachts zusammengekommen bin, habe ich das 5-6 Mal gemacht. Meistens dann, wenn es sich richtig gelohnt hat, wenn mein Nachbar irgendwie Frühschicht, also der Gegenüber gehabt hat, dann macht es besonders viel Spaß. Also ich kam so auf 3,5-4er vom Auftritt haben, der Schneeschorer, der stand schon immer so am Carport und dann bin ich so auf die Straße und dann das muss schon schnell gehen. Also du 2-3 Mal auf dem blanken Teer und dann immer das Fenster im Auge, im Obergeschoss und dann, wenn das Licht angeht, dann nix wie nein. Also dann, ich habe die Schneeschaufel hier gestellt, ich bin dann ins Haus gerannt, die Treppen hoch ins Schlafzimmer, auf der Treppe schon ausgezogen, noch schnell das Fenster gekippt, mich ins Bett gelegt und dann dauert so 2 Minuten.
Dann ging die Haustür auf und nach weiteren 10 Sekunden habe ich immer gehört, Eichner, du Rindvieh! Ja. Und ich sag's euch, ich konnte gleich viel besser einschlafen. Ja. Der letzte Vorschlag, den ich für euch heute habe, da braucht ihr schon ein bisschen Mut und ihr müsst da auch so einen Gepflegten an der Dattel haben wie ich. Aber ich habe mal gesagt, wenn es irgendwann mal so weit ist, den allerletzten Lacher, den habe auch ich auf meiner Seite, aber jede Wette. Und wenn es mal zu Ende geht, ich weiß, so wird es sein, dann stopfe ich mir noch vorher reichlich Maiskolben rein. Dann zeige ich nach dem Ableben auch noch, was in mir steckt. Mais plus Krematorium. Einäscherung mit Knalleffekt, ja. Das ist doch auch geil, wir haben doch immer so Fenster vor den Särgen, weißt du, wo ist er so? Gerich, komm mal her, da kommt Popcorn aus dem Sarg. Wen verschüren wir denn da heute? Ach, den Eich, alles klar, okay. Doch ich sag, ich bin gerade mal 40, ich weiß zwar nicht, was kommt, doch sollte ich mal 80 werden, sage ich euch prompt, dann sitze ich im Garten mit 5 Enkeln, das wird toll. Und die Kids brüllen, das ist Opa, die Kids brüllen, das ist Opa, die Kids brüllen, das ist Opa, und der ist Rock'n'Roll. Herzlichen Dank, das war's von mir, von der Schnell. Dankeschön. Ja. Lass mal gleich dran. Oh, das mit dem Hut, das ist aber Wahnsinn. Stefan, das Eichner. Ach, schön, Tom. Grüß euch. Was habt ihr denn da? Das schaut aus wie so, das Zeug, was mein Essen trinkt. Nein, das kriegen nur Leute, die nicht Witze über den Gastgeber machen. Bitte was? Die was? Die keine Witze über den Gastgeber machen. Ach jawohl, das war ein Fauxpas. Ja. Magst du was? Karottensaft, Schorle? Ich hätte gern, wie man bei uns in Franken sagt, ein Weizen hätte ich ganz gern. Ich bin stark unterhopft. Aber bring ihm ein Kristall. Na, bloß kein Kristall, ich sag das. Also ich möchte nicht durchschauen können, aber hier gleich mal solidarisch kommen. Heute sind wir mal gesund. Nein, das ist echt gesund, haben sie gesagt. Ja, das Alter dafür haben wir. Das kippst am besten zurück ins Pferd. Also noch schlimmer, ich kann sagen, will jemand einmal probieren? Also, ich habe ja auch so ein Trendgetränk entwickelt, also Leberwurstschorle, das ist noch schlimmer, also das... Ein Smoothie ist also ein Leberwurst-Smoothie, da, nein, die Leute haben ja keine Zeit mehr, habe ich mir das Patent drauf machen lassen. Irgendwann komme ich damit ganz groß raus, weil Leberwurstschorle, da isst du und trinkst du gleichzeitig, hast du der Zeit gespart, warst schon Time-Management, Multitasking... Und wenn du nicht groß rauskommst, dann spät zumindest. Ja, weil, dann komme ich wieder zu dir, dann bin ich durch die Leute netter, dann... Ja, die haben sich aufgeschlossen gegenüber anderen Kulturen. Oder Hutträgern. Sowieso, die sind es gewohnt. Frührentnern. Die sind's gewohnt. Hier ist jetzt die offizielle Anrede. Stefan, das Eich Eichner. Der Eich. Ja, nein, es war halt das Eich. Ich muss jetzt mal erklären, ich war ja mal gefragt, warum das Eich ist ja bescheuert. Das ist eigentlich ganz banal. Also Eichner hasse ich und Eich ist mein Spitzname schon immer gewesen. Und vor 20, 25 Jahren kam mal ein Kumpel in die Kneipe mit seiner neuen Freundin und ich habe mich halt sauber vorgestellt, Servus Eich, und sie so, wie Eich? Der Eich? Habe ich gesagt, na, das Eich. Weil sie halt so fleck, ja, das ist der ganz banale Grund hinter dem Namen. Und da haben sich alle in der Kneipe kaputt gelacht, ich war den ganzen Abend das Eich und die Wochen drauf auch noch das Eich kommt wieder, war so ein Running Gag. Und nachdem ich ja in Kulmbach bei mir angefangen habe und jeder wusste, wer das Eich ist, habe ich das halt einmal angefangen und es ist halt jetzt mein Bühnenname geworden. Das ist die ganz banale Geschichte dahinter, hinter das Eich, ja. Das Elch habe ich aber auch schon gehabt. Ich wurde schon 5-mal als das Elch angekündigt, also ich. Und solange du nicht Mario Bart sagst, ist okay. Ja. Komm, trink aus, wir gehen. Der Horst, du zierst ihn noch ein wenig, ne? So flüssiger Gemüsegarten ist nichts für dich. Ja, ist, wir haben ein Mikro. Ich spann gerade, der Name, der ist so entstanden, dass du überhaupt Künstler geworden bist, ist auch nicht ganz schwach für dich immer. Mute, muss sein. Also, jetzt haben wir genau das Chaos, das wir haben wollen. Wir haben gesagt, wir bringen noch ein Konzept in deiner ersten Show. Darf ich noch mal kurz etwas aufgreifen? Ich fand das sehr gut mit der Lasagne. Ich habe da mal was Nettes gelesen und das ist wirklich, das kennt man eigentlich, das Gedicht. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, das ist die Lasagne, sie tarnt sich als Rind. Das fand ich noch sehr schön. Ey, kann ich bitte mal Weizen haben, das muss ich mir schön saugen. Ach so, Weizen.
Ist das ein Phrasenschwein, wo man für schlechter Gags Geld reinschmeißen muss? Oder was ist richtig, ihr habt ja erraten. Ich wollte es nicht sagen. Achso, Entschuldigung. Aber, nein, stimmt. Du, das ist bei dir. Du, mit deinem Rinderwitz gerade eben, also da kostet einmal Gepfeil. Aber ich hab kein, kann man mit Karte auch zahlen bei dem Schwein? Ja, alle. Das ist eine. Also ich bin flüssig. Die ist schon ganz schlecht, der ist schon ganz grün. Ruhig. Ich nehme und erst der Robert Lemke, welchen Schweichen hätten Sie denn gern? Ja, das mit dem. Was bin ich? Unglaublich, da. Bring dein Bier. Warte, ich mache nur die typische Handbewegung. Moment. Oh. Die typische Handbewegung. Ich nehme gleich noch eins. Das ist. Wir müssen aber ein bisschen auf die Uhr schauen. Ihr müsst ja morgen arbeiten, da, oder? Also, ich habe ja gesagt, bei der ersten Show. Bei der ersten Show. Wir müssen mal bieseln gehen. Ja, ich schon. Ja, und bei dir so, das Wetter soll ja wieder schöner werden. In der Werbung muss ich sagen, unglaublich. Ich habe gesagt, bei der ersten Show, das soll wirklich hochqualitativ werden, da lohnt mich auch Deppen mal. Das hat ja super geklappt, ja. Da habe ich gesagt, da muss ich vielleicht noch dran arbeiten. Vielleicht auch an diesem Getränk, mal schauen. Sag mal, kannst du noch einen Heizlüfter raufstellen? Ein ja, das ist ein wenig klamm. Wisst ihr, was ich übrigens bei der Fernsehaufzeichnung großartig finde? Wenn die GoPro... Die hing gerade noch da. Oh! Jetzt weiß ich ja, was das für ein Schlag war. Warte mal, wir wollen das jetzt reparieren. Oh, die hatte. Jetzt, also, go, Bro! Also der Tisch ist jetzt stundenlang drauf, gell? Also da wollen wir mal schön winken. Ah, nein, ist Fischauge, ist Klavier. So, jetzt ist die. Dann machen wir halt ein Actioncam von hier, ja, weil die pappen genau. Wir jetzt nicht da oben hin. Oder da hinten aufs Schwein, die GoPro aufs Schwein. Du kannst es halten, dann hast du auch was zu tun. Actioncam. Wie es der Eberl macht, er bekämpft die Schwerkraft. Obacht, fup. Eine Bühne steht Kopf. So. Ein bisschen zu reden, worüber wollten wir eigentlich reden? Stefan, wann sieht man dich das nächste Mal in der Nähe? Genau, du Micha. Bist Werbung nur. Jetzt. Michael, ich bin dir dankbar für diese Frage. Wunderbar. Also wir haben sicherheitshalber gleich schon einen Termin ausgemacht. Am 10. März nächstes Jahr bin ich, glaube ich, damit jetzt eicht's. Also wer sich den Schwachsinn 2,5 Stunden geben will, also danach geht keiner schlauer nach Hause. Aber ich bin auch, also ich verarbeite das Ganze im Einzelgespräch hinterher noch, wer es nötig hat. Also Sie haben gesagt, Tom Bauer, dem gehört eigentlich die Show, ist es ihm etwas entglitten im Moment. Oh. Es ist ja die erste, ne? Tom, wann sieht man dich mal wieder? Was sieht ihr? Tom, wo bist denn du einmal? Sehr nett, sehr nett. Und ich habe gesagt, die lohnen Freunde. Ja, sauber. Ey, das ist so nett, wir gehen auch hinterher noch zusammen ins Kino, oder? Wie schaut's aus? Das ist so richtig, herrlich. Schöne Gesellschaft. Da haben wir ja alle, da haben wir alle Fragen schön durchgearbeitet, muss ich sagen. Wie ist das jetzt hergegangen? Deine Frau hat beschlossen... Halt du kurz, ich muss Stereo trinken jetzt. Okay. Ja, deine Frau hat beschlossen, du bist viel daheim, du sollst auf Bühne. Ja, nein, es war so, dass ich halt mit Kollegen schon in Kulmbach immer ein bisschen auf der Bühne gestanden war. Also es kann nämlich dann jeder in Kulmbach. Und ich habe gesagt, ich möchte einfach mal ein Soloprogramm machen, selber mal so parallel dazu. Und ich habe aber nie was gemacht. Und irgendwann, ja, Juli 2007, es war nachts um eins irgendwann und die ganzen Kumpels, wir waren alle schon schön platt. Und irgendwann kam dann noch meine Frau, hat sowas unter am Tuch und hebt mein Plakat plötzlich so. Also steht ein Plakat zum Schreier. 26. April 2008. Naja, und dann laut Zeugen wurde es das erste Mal, dass ich dreiviertel Stunden lang wirklich die Schnauze gehalten habe. Aber wirklich keinen Ton. Meine Frau war fix, also, sag halt irgendwas. Und dann mit einer Panik, mit so einem Ballon, habe ich mich am nächsten Tag hingeguckt und habe gesagt, die meinen das ernst. Es waren tatsächlich echt schon 10 Karten verkauft oder was, bevor ich überhaupt Bescheid gekriegt habe. Ja, Verwandtschaft, die kaufen immer wieder. Und so kann man auch in diese Branche reinrutschen. Und ich bin natürlich da meiner Frau sehr, sehr, sehr dankbar, dass das da so hingehauen hat. Und wir hätten uns ja ansonsten alle nicht getroffen. Ne? Ja, man hätte tun. Und solche netten Leute, für die wir spielen, das muss man mal sagen. Also auf euch, ihr seid echt Bombe drauf für die erste Stunde. Können wir selber auch für euch applaudieren. Es ist auf euch und auf Toms Karottensaft. Sehr nett. So, eine Frage hätte ich noch, da müssen wir eh schon Pause machen, sonst wird das 3 in der Früh, wenn wir da ewig so weiterreden. Irgendwann wollen die Leute auch wieder mal haben. Du hast in... Die Tür ist gescheit, ne? Ich könnte den trinken, weil bei dem friert es mich dann auch. Wasche, es ist... Du nimmst sehr viel an Kabarettpreisen teil.
Ich habe auch schon mitgemacht, ich habe auch schon einmal gewungen, ne? Da haben wir uns übrigens kennengelernt. Wie machst du das? Moment, wir haben alle drei an dem Abend gewonnen. Ich war das Lustigste. Und der Hammer ist, es haben bloß zwei von uns mitgemacht. Ihn haben es zugelost. Ich war die Wildcard. Der war im Publikum, der wird gar nicht. Nein, es war. Er war das Publikum, genau. Ich war in der Jury. Das war eher, du warst das Publikum. Nein, es war tatsächlich so. Also es war der Ostbayerische Kabarettpreis, da haben wir uns tatsächlich. 2009. Und da haben wir uns seitdem, also wir haben uns seitdem wirklich nicht mehr gesehen und dann haben wir gesagt, das wäre doch jetzt wieder mal ein geiler. Du trinkst anders. Ein bisschen zu viel Karottensaft, er hat mich dann später mal eingeladen in seine Kabarettbredel nach Kulmbach, das weiß er nicht mehr, aber. Ach stimmt, das haben wir zwischendurch auch noch gemacht, ja. Also ich hab's verdrängt, weil du hast wahrscheinlich Karottensaft mitgebracht. Ja. Also ich hab ein klein kurz Brenner was bitte. Ich hab damals nicht mitgemacht, aber ich hab die auch nicht gekannt. Aber fünfter Platz vor vier Teilnehmern war doch in Ordnung für dich. Ah, schau mal. Löblich. Und schau, zack. Ja, jetzt bist fest im Nachwuchs etabliert. Schau. So ist es. Ach, ist das schön. Ja, das war Jugend musiziert, wo man Horst kennengelernt hat. Jugend forscht. Das wäre aber was für Friedel. Liebe Gäste, bevor er das ausartet, wir machen eine klitzekleine kurze Pause. Ich würde sagen, 20 Minuten oder so, bis jeder wieder mit Getränken versorgt ist. Und dann gehen wir in den zweiten Teil. Da zeigt jeder wieder einen Auszug aus seiner Show. Und ich denke mal, dass sich wieder ein sehr nettes Gespräch entwickeln wird. So, Dankeschön dabei. Danke für kurze Pause. Bei viel gestellt. Wir haben so viele Getränke aufgemacht, jetzt haben wir so lange warten müssen, aber wir können endlich weitermachen. Ich habe jetzt neue Gäste gesucht, weil bei den Alten kommen wir nicht zu Wort. Na, schauen Sie herzlich dabei, auf die Bühne, Michi Dittmeier! Horst Eberl! Und Stefan Klaus-Eichner! Ich war früher Zivi, wenn ich dir helfen kann. Darf ich mal kurz fragen, wegen das rosa Hemd da draußen gehört? Das habe ich auch gesehen, das ist deins. Ich habe ein zweites dabei. Rosa Hemd. Geil. Willst du drüber reden? Ich kann es tragen, willst du? Ja, aber nur du. Wir haben jetzt schon gespannt, es ist ja die erste Ausgabe, ich habe sowas auch noch nicht gemacht. Wir haben vor lauter Gaudi gleich ein bisschen überzogen. Jetzt haben wir gleich beschlossen, die zweite Hälfte machen wir ein bisschen straffer, weil sonst gibt es ja keine Machen. Also nur zur Info, wenn jemand ein Babysitter gesagt hat oder so, das kann ja sein. Oder ein Bruder. Okay. Oder wer von euch wohin gar nicht haben, weil die Frau da haben ist oder wo? Ja, wo? Was? Ein paar Klatschen. Oder getan ist? Also, die zweite Hälfte schaut folgendermaßen aus. Der Getan habe ich bei eBay eingestellt. Ich brauche ja auch Schule. Disziplin. funktioniert nicht. Entschuldigung. Da haben sie wieder geschickt von der Gewerkschaft. Ja. Zweite Hälfte schaut folgendermaßen aus. Wir geben ein Thema vor, über das, was heute aktuell ist. Und über das will ich ein bisschen was erfahren von meinen Künstlern. Das heutige Thema ist, weil es aktuell ist, Urlaub. Schön wäre es, wenn wir machen können, ja. Kann man schon was machen? Nein, nichts. Urlaub. Auch Künstler haben mal Urlaub, wobei manche sagen, die haben das ganze Jahr Urlaub. Was machst du im Urlaub? Warst du heute schon fort? Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt übernächste Woche abhaue. Ich bin einmal im Jahr bin ich oben an der Nordsee und zwar immer auf einer autofreien Nordseeinsel. Also da ist nichts, da nimm mal Fahrradverleih, hast Spiekeroog, eine sehr, sehr schöne Insel und da erlebe ich immer geile Sachen. Das sind ja. Sind wir für Niedersachsen, machen da oben Urlaub. Die Niedersachsen, wissen wir, die haben keinen Dialekt, das ist traurig. Aber da können wir nichts dafür. Also, aber, und ich habe echt festgestellt, die Niedersachsen, die reden immer so. Und weil sie denken, dialektfrei ist schlauer als der Rest, reden die immer ein bisschen lauter. Aber das geht ab und zu echt in die Binsen. Was ich jetzt erzähle, ist kein Schmarrn. Ich habe auf Spiekeroog letztes Jahr in einem Fischrestaurant gegessen. Und da war so ein Hyperschlauer aus Hannover, musste gewesen sein. Also der war ganz schlau. Und der hat ganz wichtig geplaudert. Und dann kam der Kellner, guter Freund von mir, weil ich da schon seit Jahren Urlaub mache. Und der kommt so raus und sieht mich so, ach, ich bist da wieder mal auf der Insel.
Und dann reckt dieser Hannoveraner, streckt seinen Kopf so raus aus der Speisekarte und ich schwör's euch wirklich, er hat's gesagt: Herr Ober, bitte, von welchem Fisch sind die Spare Ribs? Es ist kein Scherz, du musst als Komiker nichts einfallen lassen. Schlauch ordentlich mal Ruhe im ganzen Biergarten, also. Und ich habe natürlich als Komiker meiner Worte als Erste wieder gefunden. Ja, altes Sachbuch. Ja, von welchem Fisch sind wohl die Spare Ribs? Da habe ich gesagt, vom Schweinswoll, du den Vieh. Also da war er aber hart und dann sagt er noch zu mir, das sind wohl ein bisschen doof, der Wal ist ein Säugetier, da war es gar aus. Also da hab ich gedacht, und ohne, es ist wirklich, du musst als Komiker, also Spiegelung ist echt schön, ich bin da echt. Also fürs. Was? Weißt du, wie das Kind dieser Familie hieß? Um Gottes Willen. Herakles. Kein Scheiß, der Sohn hieß Herakles, du warst der Herkules, ne, so ein anderes Wort dafür, du denkst Gott was, und dann, ich habe ihn auf dem Festland schon gesehen, den Kameraden, so ein Bullerbass, an Meter auf an Meter auf an Meter. Unten fürs, freilich. Du, der berühmteste Speisefisch ist der Schnitzel, gell? Ich hab's ja vorhin schon vom Kopf vom Essen, ne? Tofu schmeckt besser, wenn man es kurz vorm Servieren durch einen Schnitzel ersetzt. Thema Urlaub, wasch! Ja, das passt dazu. Nein, wir haben ja noch länger Zeit, wir schicken wieder den Ersten vor. Wer war denn vor der Letzte? Ich. Der Quotenfranke. Ja, ich habe gemerkt, ihr habt alle an ein frisches Weiß gekriegt. Ne? Ja, das haben wir Zeit. Wir haben es uns selber geholt. Also ich muss sagen, optisch ist er schon gut, der Karottensaft. Ja, ich mache ihn ja schon leer. Hm. Oh, nicht, dass du da nicht mehr auftreten kannst. Tipp unter Profis, mit 50 Grad schmeckt er noch viel besser. Boah! Glühkarottensaft. Wenn ich noch frisch Weizen haben könnte, wäre tierisch geil so. Bringt's ihm uns, das kriegst du nicht zum Haushalten. Muss ich jetzt? Darf ich jetzt? Ja, ich bitte dich, auf dem Teppich zu bleiben. Der zweite Auszug von das, dir oder die, euch. Viel Spaß! Servus! Da bin ich ja! Nochmal! Der gewiefte Zuhörer hat's gemerkt, wir spielen jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Komplett verrückt. Also, ja, ich bin der von vorhin und ihr kennt es, wir machen wieder einen ganz kurzen Soundcheck-Song am Anfang, dass wieder schön klingt. Ich habe einen ganz neuen Song dabei und der ist auch sehr, sehr kurz, aber und es ist Uraufführung. Ich habe ihn noch nie gespielt. Ihr seid die Ersten, die dieses Lied hören und es hat aber ganz banalen Grund, dass es so neu ist. Es ist mir heute auf der Fahrt hierher passiert. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Sie ist hübsch, doch sie ist schweinehohl. Sie hat einen am Sender, denn sie hat noch nicht gecheckt, dass hinten rechts noch der Tankstutzen steckt. Ja, das war dann doch bei Regensburg, hat die so einen Schlauch, hat die. Ja, ohne Scheiße, bei Regensburg, bei. Fährt die raus, so ein Schlauch hinten rechts hin, deswegen ich hoffe, die hat nichts gecheckt, ist nicht weiß. Ich spiele jetzt gleich ein Lied, weil ich weiß nie, wie lange es dauert. Es ist sehr fies, dass das Lied so spät kommt, weil da kommt es auf jede Zeile an. Ihr werdet jetzt gleich merken, es ist jetzt sehr schwer fürs Hirn, dass es dem Ohr noch hinterherkommt. Aber es liegt nicht an euch, es liegt am Lied. Und ich spiele es extra lang. Ich weiß, wir haben ja nur ein begrenztes Zeitkontingent, deswegen spiele ich es lieber gleich. Ich weiß nie, wie lange es dauert. Und das Lied, also falls noch irgendwelche Fragen offen sein sollten, was meine Person und Auftritte angeht, ich widme dieses Lied allen Personen, die immer sagen, es gibt keine blöden Fragen, sondern nur blöde Antworten. Wer das immer sagt, der möchte jetzt bitte mal ganz genau zuhören. Es gibt also keine blöden Fragen, ja. Nehmen wir mal an, ich sitze in einem Taxi und das fährt rückwärts, bekomme ich dann Geld zurück. Wem das ist zu kompliziert schon war, der kommt gleich an die Bar und saufen. Es wird schlimmer, ich sag's gleich mal dazu. Hat ein Hase, dem man eine Pfote abhackt, als Hasenpfotenspenderhase auch noch Glück. Ein Butterbrot landet immer, wenn man's fallen lässt. Auf der Butterseite, doch was passiert, wenn man einer Katze, die sonst immer auf die Füße fällt, mal testweise Butter auf den Buckel schmiert. Also offensichtlich bin ich der Einzige, der sich solche Fragen stellt. Ja. Bekanntermaßen bleibt an Teflon nie was hängen. Fällt alles runter, bis auf den letzten Rest. Das macht mich fertig. Ich rätsel schon seit Jahren,
Wie macht man's Teflon an der Teflonpfanne fest? Warum sind Möhren orangener als Orangen? Warum hat Tarzan eigentlich keinen Bart? Was zählen Schafe, wenn sie nicht schlafen können? Und warum verriegelt man eigentlich einen Sarg? Wir warten, bis es alle haben, okay? Ja. Ihr seht, es gibt genügend Gründe, um zu klagen. Nicht eine Antwort auf all die vielen Fragen. Wenn man sich vornimmt, den ganzen Tag nichts zu erreichen und das dann schafft, hat man nicht trotzdem was erreicht? Gibt's in einer Teefabrik auch Kaffeepausen? Ich gebe es zu, diese Frage ist nicht leicht. In den USA bekommt man die Todesspritze. So mancher stirbt da, obwohl er es gar nicht will. Jetzt mal ehrlich und diese Frage sei gestattet. Wieso sind Todesspritzenspitzen denn steril? Okay, Sie sind erfolgreich exekutiert, aber Sie haben sich Wunschstarkrampf eingefangen. Tut uns leid, ja. Was hat ein Schmetterling im Bauch, wenn er verliebt ist? Was passiert, wenn man sich zweimal halbtot lacht? Wozu hat ein Kamikaze-Pilotenhelm auf? Man, denn das bringt was, wenn er auf den Boden kracht. Haben blinde Eskimos auch blinden Schlittenhunde? Warum ist nie besetzt, wenn man sich mal verwählt? Ah, da ging's schnell, aber der dauert immer am längsten, ja, es ist... Lässt sich Wasser eigentlich verdünnen? Das ist eine Frage, die mich auch schon lange quält. Und überhaupt, mir platzt jetzt gleich der Kragen. Nicht eine Antwort auf all die vielen Fragen. So, ich sag jetzt gleich mal dazu, die erste Zeile der nächsten Strophe ist nur für diejenigen geeignet, die an rabenschwarzen englischen Humor zu schätzen wissen. Also dunkelschwarzen Humor. Zartbeseiteten unter euch hören bitte erst ab der übernächsten Zeile wieder zu. Vielen Dank. Ich weiß schon, warum ich sage, ich kenne die Reaktion. Bekommen Brandopfer Rabatt in Krematorien. Oh. Gibt es ein anderes Wort für Synonym? Abiturdichte ist überschaubar heute Abend hier, ja. Was machen Sommersprossen eigentlich im Winter? Und warum verdammt nochmal ist Weißkohl grün? Eine Frage stellt sich mir bei Regenwetter. Warum laufen Schafe da nicht ein? Wozu verkauft man an Tankstellen Zigaretten, wo man nicht rauchen darf? Das kann ja wohl nicht sein. Was soll das Verfallsdatum auf saure Sahne? Wenn ich einen Schlumpf würg, wie sieht sein Gesicht dann aus? Wozu bitteschön gibt es Friedhofsmauern? Wer noch lebt, will nicht rein, wer nicht mehr, kommt nicht raus. Was ist eigentlich ein eingefleischter Vegetarier? Wie kommen Schneepflugfahrer morgens zur Arbeit hin? Wie heißen denn die Plastikenden an Schnürsenkeln, na? Warum brauche ich beim Hellseher einen Termin? Warum laufen Nasen, während Füße riechen? Der war zu kompliziert für einige, ja. Ist Wintereinbruch strafbar, sag es mir sofort. Kann man sich im Handumdrehen die Füße brechen? Warum ist Abkürzung so ein langes Wort?
gleich haben wir es geschafft. Wenn Chinesen bei einer Hochzeit mit Reis werfen, werfen Mexikaner beim selben Anlass dann Kakteen. Warum hat Noah die Stechmücke nicht erschlagen? Wird's uns heute garantiert viel besser gehen. Bin ich eigentlich als Kellner ein riesen Arschloch, wenn ich nem Analphabeten Buchstabensuppe bring? Was ich mich ja übrigens schon immer gefragt habe, wenn ich jetzt eine Buchstabensuppe esse und ich kotze die gleich wieder raus, habe ich dann hinterher gebrochenes Deutsch? Ja, das ist... Wenn ich so nachdenke, dann kann ich es kaum fassen, dass ich über so einen Schwachsinn hier ein Liedchen singe. Ich muss gestehen, es gibt bei diesem Lied Zeilen, die habe ich geschrieben, aber nie öffentlich gespielt, weil die Zeilen bisher, die waren nur blöd. Die Zeilen, die ich rausgeschmissen habe, die waren brunzblöd. Ich habe einfach Angst, dass die Leute einen Synapsenfehler kriegen, wenn ich die spiele, weil die sind so dermaßen was von hohl. Aber es ist halt so ein geiler Abend, es ist dem Tom seine erste Show, ich riskiere es jetzt einfach mal, dass ich die, also auch wieder hier gilt, wem das nicht gefällt, das ist gratis, also. Na, aber es ist echt, Achtung, warum sind im Nettomarkt die Preise immer brutto? Das ist total. Oder hier, wo gibt's die Getränke, die im Wald die Tannen zapfen? Okay. Ja, jetzt wird's schon blöd, ja. Apropos zapfen, kann ich noch ein Weizen um bitte, ja, das ist schon. Oder auch, wenn Schwimmen schlank macht, was macht der Blauwal dann verkehrt? Oder das müsst ihr euch jetzt bildlich vorstellen, schwimmt eine Ente mit einer Pfote nur im Kreis. Ich kann es in euren Gesichtern förmlich lesen, stopp aus Ende, Eich ins Land, jetzt wird's ein Scheiß. Doch zum Schluss, da kommt die allerschwerste Frage. Da findet man die Antwort nirgendwo, ja? Die Männerwelt, die rätselt schon seit Jahren. Warum gehen Frauen nie allein aufs Klo? Ich brich hier ab, denn sonst werde ich noch erschlagen. Manchmal ist besser, nicht so viel zu fragen. Es war herrlich, vor euch zu spielen. Herzlichen Dank. Mit den Autos zu nehmen. Na, hast du mitgekriegt, die wollen jetzt in Berlin, wollen sie jetzt einen Flughafen bauen. Aber ich habe ganz kurz, das passt jetzt gut dazu, das muss ich kurz erwähnen, auch wenn ich dran bin. Ich habe eine Hymne, die müsst ihr, als egal welcher Fußballverein ihr Fan seid, müsst ihr beim DFB-Pokal irgendwann einmal in die Stadien tragen, alle Fanclubs Bescheid sagen, die geht ja so, ich möchte, dass das überall gesungen wird. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, wir müssen leider fahren, weil es keinen Flughafen haben. Das wäre super, wenn das in allen Stadien gesungen wird, das wollte ich kurz annehmen. Also die wollen jetzt nochmal ganz neu anfangen, weil die haben den Taschenrechner gezückt und haben festgestellt, wenn es komplett nochmal neu bauen, ist es billiger, als wenn es den Alpenfusch reparieren. Das ist jetzt wie in Stuttgart, habe ich neulich gelesen, die wollen lieber die ganze Stadt 33 Meter anheben, anstatt den Bahnhof. Zurück zum Thema, wo waren wir denn? Urlaub, weißt, bist du ein Urlaubstyp? Hast du Urlaub? Haben wir da ausgeschaut? Nein, ich bin überhaupt kein Urlaubtyp. Also, und mir passiert auch nichts Lustiges, weil ich habe immer meine Frau dabei. Das ist mit dem einen abgesprochen. Nein, ich weiß auch, ich habe ja vorhin mit dem anderen wirklich gesagt, ich habe es dick, wenn ich der Deck bin. Ja. Und, also, ich pass furchtbar auf, dass mir nichts passiert. Nein. Aber obwohl, ich meine, mir ist das einmal so passiert, wir sind einmal, da waren die Kinder noch klar, sind wir mal nach Italien gefahren und von Italien ins heutige Slowenien rüber, da bei Görz, nicht? Also Triest da rüber. Und
Das war sehr interessant, ich meine, da hat es ja andere zum Deppen gemacht. Weil ich bin so blöd an diese Passkontrollhäusl hingefahren, dass ich den Pass nicht konnte rausgeben. Ich bin nicht umgekommen, bin so weit weggefahren. Und da ist vor mir so ein Dekorierter gestanden, der hat dann wieder großartig mit einer großen Geste zurückgewiesen, zurückgefahren und nur mal sauber herfahren. Und dann hat er mich gefragt, ob wir was zu verzollen haben. Auf Trieste. Aber ich habe ob mir, nein, er hat schon so einigermaßen Deutsch geredet, ob mir was, zum Beispiel Kühlschränke oder Fernseher oder so. Ich habe mir gedacht, du bist der Depp, du bist noch nie mit drei Kindern in Urlaub gefahren. Dann hat er gesagt, nein, habe ich nicht dabei. Dann hat er gesagt, ich soll einen Kofferraum aufmachen. Kofferraum aufgemacht, da ist so ein Wäschesack. Ich weiß nicht, manche werden es noch kennen. Da hat man die ganze Dreckwäsche rein da. Dann hat er gefragt, was da drin ist. Da sage ich, Wäsche. Dann hat er reingelangt mit der Hand. Und da waren die ganzen, von den Kindern, die ganzen Unterhosen. Und er hat das einmal reingelangt. Da habe ich mir gedacht, ja, was möchtest du wieder zu einem Menschen anfangen? Nicht. Aber hoch dekoriert war er. Also, die Jacken waren relativ schürf, weil die alle Orden auf einer Seite gingen. Aber man denkt, aber das Hirn hat er doch irgendwie an der verkehrten Stelle gehabt. Du lernst gleich Kinder, unglaublich. Ja, das habe ich mir auch mit ihm. Hast du noch Zeit für einen Auftritt? Na, los, bring du. Ja, doch schon. Weil ich möchte ja gar werden, ich habe ja ein Lied wieder. Ja, nur so ein Wort zur Frau, ich habe eine Ewigkeit. Ich habe noch einen Haufen Arbeit. Ich muss das ganze Greifen über der Führer drängen. Ich muss ein Ziegel wieder. Fast ein Lohr, Tom, danke. Geht's? Ja, schon. Muss gehen. Nein, passt. Gehört alles so schon, meine Damen und Herren. Also, ich muss jetzt dazu sagen, ich bin ja von der Truppe ein kleines bisschen älter wie die anderen. Relativ, so ist relativ. Und ich habe inzwischen das Recht für mich in Anspruch genommen, ab einem gewissen Alter darf man auch über Krankheiten reden. Nein, ich muss über, weil ich festgestellt habe, also es ist wirklich so, je älter man wird, umso mehr erinnert Leute über Krankheiten. Und ich habe festgestellt, den meisten Menschen ist mein Gesundheitszustand vollkommen scheißegal. Ich habe das gespannt, wenn ich mir mal einen Oberschenkelprobe habe. Und ich bin ein bisschen saut umhergegangen. Da haben mich dann aber die Leute gefragt, ja, wie geht's dir denn, Und sage ich, es wird schon wieder, passt alles. Nein, ja, haben sie gleich gesagt, das dauert, das weiß ich, das habe ich auch schon gehabt. Es gibt ja keine Krankheit, die nicht der andere auch schon gehabt hat. Ja. Und dann hat sofort deren Krankheitsbericht, haben sie dann verzeiht, nicht, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, sie haben mich nur gefragt, wie es mir geht, damit sie ihren Krankheitsbericht bei mir anbringen. Wie gesagt, die haben meinen Oberschenkel gebrochen, bin über den Drum drüber gefallen, es ist ein bisschen saut umhergegangen. Ich war nicht im trunkenen Zustand, wie böse Zungen behaupten, weil wenn ich besoffen gewesen wäre, wäre es nicht passiert. Weil am Zufall passiert nichts. Wenn ich wusste, wie blöd der Tag hinausgeht, hätte ich zum Frühstück 8 Weißbier zufahren können. Wäre mir vieles erspart geblieben. Naja, gut, ich habe den Oberschenkel gebrochen, ich bin dann da, ich bin über den Drum drüber geflogen, bin da gelegen, nicht mal das übliche, dann der Sanker, Krankenhaus und Röntgen. Bis mich gerönt hatten, ist dann irgendwann, bin ich auf so einer Pritsche gelegen, ist dann irgendwann der Doktor gekommen mit meinen Röntgenbuddeln, hat meine Röntgen und so angeschaut, aha, und mich angeschaut, ja, habe ich gesagt, Herr Doktor, wie schaut es denn aus, kann man schon was sagen, kompliziert gebrochen, glatt gebrochen oder weiß man schon was. Ja, hat er gesagt, wollen wir es ja so sagen, ein Pferd hätte man erschossen. Ja, es war im Bayerischen Wald und der Humor im Bayerischen Wald ist stabiler wie in anderen Gegenden. Ja, ich muss aber auch, nein, ich will ja nicht sagen, wo das war, sage ich natürlich nicht, da kriege ich, möchte ich keine Schwierigkeiten kriegen. Aber ich habe dem Ort meiner Wiederherstellung ein Gedicht gewidmet, einen Vierzeiler. Ja, weil ich habe ja Gedichte studiert, ich habe begonnen mit Einzeilern, habe dann wieder aufgehört, weil sie die nicht gerämt haben. Ich habe jetzt dann so Vierzeiler gemacht. Ja, wie gesagt, ich sage nicht, wo es war. Das Gedicht heißt Deggendorf. Nein, es braucht einen Titel, das hilft ja nicht. Aber ich muss dazu sagen, es geht anders aus, wie sich die Leute ausdenken. Also ein Vierzeiler, Deggendorf. Ich liebe ein Mädel aus dem Bayerischen Wald und in ihrer Bude ist es immer sau kalt. Da wäre ich beim Sex mit ihr als Schaf und ich unter die Deggendorf.
Ich muss jetzt sagen, vielleicht überarbeite ich es auch nur einmal. Ja, aber ich darf auch dazu sagen, ich habe schon viel schlechtere Gedichte gemacht. Aber die sage ich nicht, die sage ich jetzt nicht, gell? Nein. Ja, ist wurscht. Und dann da haben sie mich dann operiert anschließend. Und dann kommt er anschließend kommt man in die Reha. Und da schaust du mal umeinander, wo du gelandet bist und denkst, oh ja, da bringst du sehr schnell mit wenigen Leuten 1000 Jahre zusammen. Da habe ich aber natürlich kein Problem damit, nicht, wo ich das Problem hatte in dieser Zeit, man bringt dann immer mit diesen Alterskrankheiten in Verbindung. Nicht. Und diese Werner macht man Hüfte oder Knie. Da sage ich Oberschenkel. Was? Oberschenkelhals? Nein, sage ich nur Oberschenkel. Also ich muss ja dazu sagen, für Oberschenkelhals bin ich zu jung. Nicht? Und dann kommen dann diese Anwendungen. Da gibt es da zum Beispiel, was ich doch schon einmal mitgemacht habe, zum Beispiel Kaltfango. Da liegst du dann da, ich kann es kurz erklären, da kriegst du da eine Folie drüber, dann klatscht der Therapeut vor dir her, so einen Batzen Läden. Oder Dreck. Nee, der haut der da drauf. Dann habe ich gesagt, eher. Dann hat er gesagt, was hörst du eher? Tut das weh? Nein, naja, sag ich direkt, gut tut's nicht. Ja, was ist denn gemacht worden? Hüfte oder Knie? Dann sag ich, Oberschenkel. Was, Oberschenkel? Nein, nur Oberschenkel! Und dann, das andere war, es war sehr interessant, das war Magnetfeld. Ich weiß nicht, kennst du einen, hat schon einen gemacht? Magnet, ich wollte es nicht machen, weil ich sage, du hast eh schon Magnet. Aber nein. Nein, und ich gesagt, ich müsste das machen, sonst werden die Krankenkasse nichts zahlen. Dann bin ich da rein, mit meinen Krücken da in so einer Abstellkammer, da ist nur ein Britschenring drin, das ist sonst nichts. Nicht. Dann hat ich gesagt, soll ich mich da drauflegen, hab mir die Krücken weggenommen, dass ich nicht davon kann. Und dann ist nichts passiert, dann bin ich 10 Minuten da gelegen, dann kommt sie wieder mit meinen Krücken nach 10 Minuten und sagt, daher, Eberl, gehen wir wieder weiter. Ich hab gesagt, Moment, hab ich gesagt, ich bin gar nicht druck gekommen. Hab ich gesagt, wieso nicht druck gekommen? Ich war ja gar nicht da. Hab ich gesagt, sie haben ja Magnet gefehlt. Hab ich gesagt, da hat ja keiner was eingeschalten. Hab ich gesagt, die brauchen wir nichts einschalten, das war da. Dann hab ich gesagt, ich habe aber nichts gespürt. Dann hat sie gesagt, da spürt man nichts. Habe ich ein bisschen so geschaut wahrscheinlich. Und dann, dann hat sie gesagt, ja, sie hat es wahrscheinlich gespannt, dass ich nicht ganz kapiere. Dann hat sie gesagt, ja, das sind so feine kleine Wellen, nicht wahr? Die spürt der Mensch nicht. Tiere wären sensibler, die würden schon spüren. Also eine Stubenfliege jetzt gar kein Tier nicht aushalten. Ja, sage ich, die geben wir ja nicht ab. Ja, hat sie gesagt, aber auch größere Tiere, wie ein Pferd, kannst du nicht aushalten. Sag ich sie, wenn ihr Pferd wäre, wäre ich auch nicht da, da hätten sie mich am Krankenhaus schon erschossen. Es war der Wahnsinn, es war der absolute Wahnsinn. Ja, da haben die natürlich geschaut, nicht, weil die sind ja das nicht gewohnt. Nicht. Ja, es war irre. Und dann kommt ja die Krankengymnastik. Krankengymnastik kommt hinterher. Das machen dann gerne so Krankengymnastinnen. Krankengymnastinnen meistens mit Doppelnamen aus dem Nahen Osten. Dresden, Leipzig, Blau und da, Bundeslau, aber das war je nachdem da. Aus der Zone haben wir mir früher gesagt, gell? Ja, da sind die meistens her mit Doppelnamen und so. Wir haben ja jüngere Leute auch da, ich muss ich ganz kurz erklären. Und durch Deutschland ging einmal eine Mauer. Und wir waren herüben und die anderen waren drüben und so weiter, war es in Ordnung. Ja. Ja, das war so. Mein Gott, nein, ist ja alles in Ordnung, ist ja alles schon eine Weile her, nicht? Nicht wahr? Und wenn man sich, naja gut, inzwischen hat sich das ja alles vermischt. Früher war das ganz klar, wenn du dich verlaufen hattest, nicht wahr, hast du auf die Mauer zwei Bananen gelegt, wo es weg war, war Osten. Da hast du genau gewusst. Das nannte man den Berliner Kompass. Der ist von Ost nach West gegangen, nicht von Süd nach Nord. Nein, das war der. Ja, es tut mir leid, ich kann es auch nicht ändern. Sagen Sie, am 3. Oktober haben wir Jahrtag, wir dürfen sie auch nicht vergessen. Und wenn du es dann sagst, nachher weiß ich nicht recht.
Nein, die haben wir nichts gehabt. Nein, wir haben aber gesagt, es ist schade, dass ihr nicht rüberkommen könnt. Nein. Wobei ich sagen muss, ist, man redet sich leicht, wenn man weiß, dass es nicht geht. Ja, ehrlich. Ja, mit denen hat doch niemand gerechnet, seien wir uns doch ehrlich. Nicht? Als die Mauer umgefallen haben, soll ich schreien, hätte sowas nicht gemeint, aber ne, haben sie nicht mehr aufhalten lassen, weil die haben ja nichts gehabt, die haben gestaunt, ob die Erfülle, die wir hatten, nicht, weil da war ja das, die haben ja nichts, überhaupt nichts gehabt. Zu mir hat einer gesagt, in der DDR muss in jeder Metzgerei mindestens eine Wurst hängen, damit man es nicht mit einem Fliesengeschäft verwechselt. Da haben wir nichts gehabt, hab ich natürlich nichts mitnehmen dürfen. Entschuldigung, dass ich kurz abschweife. Aber der hat seine ganzen Buddeln am Boden stehen gehabt. Da sage ich, ich musst du aufhängen, die Bilder, die sehen wir keiner an die Wand. Da sagt er, kannst du nicht aufhängen, auch gehen Hammer und gehen in Nägel. Da sage ich, das ist ja gut, nachher kaufe ich dir Hammer und Nägel und dann machen wir die Buddeln auf. Dann habe ich ein Mitbringsel. Dann bin ich am nächsten Tag in dieses Eisenwarengeschäft rein. Dann in der Früh sage ich, grüß Gott. Nein. Und er, schönen guten Tag auch. Ja, der Dialekt, also die Begrüßung für österreichische Kellner. Dann kommst du auf die höchste Alm auf, ich Servus, aber der ist Servus, grüß dich, halt, schönen guten Tag auch. Ja, das ist so. Ne? Ja, dann sagt er, ja, bitteschön, dann sage ich, ich möchte gerne einen Hammer. Dann schaut er mich an, wie wenn ich von einem fremden Stern komme, dann sagt er, kannst du ihm gleich sagen, Hammer, Hammer nicht. Seit Jahren gehen Hammer mehr, tut mir leid, also Hammer, Hammer. Sag ich, ist das ein Eisenbahngeschäft? Ne? Ja, sag ich, aber haben wir nicht. Ja, sag ich, locker, ist das lustig, ne? Wunderbar, dass ich nicht mehr einen Ziegelstuhl, aber Nägel brauche ich, dann sucht er umeinander und sagt, Nägel. Könnt ihr mir nicht vorstellen, dass wir hier Nägel, ne, haben wir nicht. Sag ich, habt ihr keine, ist das ein Eisenbahngeschäft, habt ihr keinen Hammer, habt ihr keine Nägel, was habt ihr denn dann? Dann sagt er, offen. Dann sag ich, wenn ihr nichts habt, braucht ihr auch nicht offen haben. Dann sagt er, wir würden zusperren, aber wir haben keinen Schluss. Na gut, jetzt will ich nicht mehr zu viel verzeihen. Also, ich habe jetzt ein Lied geschrieben über meinen Oberschenkel-Dings da. Nur Oberschenkel! Aber gewusst, wenn du die Trüdeln da hinten hast, dann geht nicht. Also ich habe jetzt, indem ich meine Reha-Maßnahmen mit doppelnamigen ostzonalen Physiotherapeutinnen verarbeitet habe. Das Lied heißt Hoch das Bein. War eigentlich ein Mitmachlied. Aber ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, ich mache es allein. Kommt der Nordic Walker wieder vor, gell? Du siehst den. Ja. Ich meine, wie krank muss ein Mensch sein, dass er zum Geradeaus geht, zwei Stecken braucht. Ich weiß es. Obwohl ich kein Nordic Walker bin, hatsch ich mit zwei Gehhilfen vor mich hin. Denn ich habe mir leider vor Wochen blöderweise meinen Hals gebrochen. Im Krankenhaus, da wo sie mich hinbracht haben, schraubt der Doktor mein Hals wieder zusammen, so. Junger Mann, das kriegen wir hin, weil für sowas gibt es Physiotherapie. Und da geht hoch das Bein, dass der Muskel schwillt. Und hintere Birn, bis man Schmerzwand brüllt. Dann die Knie beugen, bis man nicht mehr kann. Dann wankt die Schoße von vorne nochmal an und wieder hoch das Bein, dass der Muskel schwillt. Hintere Birn, bis man Schmerzwand brüllt. Vor, zurück und sei du und ran. Und dann locker hüpfen wie ein Hampelmann. Wenn ich es auch mit dem Sport nicht hab, denk ich mir, geh hin, das bringt dich auf Trab. Meld mich bei der Physiotherapeutin an, bei Frau Cordula Kasubke Södermann. Mein Luxusleib imponiert ihr nicht. Stur behauptet sie, ich hatte Übergewicht. Ihr strenger Blick geht durch Mark und Bein, ihr denkt, aha, dem faulen Sack gehört sich ein. Aber doch, das Bein, das der Muskel schwillt. Hintere Birn, bis vor Schmerz man brüllt. Knie beugen, bis man nicht mehr kann. Und dann fängt die Schose von vorne nochmal an. Und wieder hoch das Bein, das der Muskel schwillt. Hintere Birn, bis vor Schmerz man brüllt. Vor, zurück und sei durch und ran. Und dann lockeres Hüpfen wie ein Hampelmann.
am nächsten Morgen, ich gebe bei diesem Lied das Letzte, gell, wo ich die Blut dazu gesagt habe. Keine Zugabe mehr, ich bin dann auch fix und fertig. Am nächsten Morgen zur Therapie schleppen sich 20 Bekrückte hier. Allerdings komme ich nicht umhin, festzustellen, dass ich mit Abstand der Jüngste bin. Lauter frisch Operierte an Hüfte und Knie, fitte 70, 80, 90-Jährige mittendrin ich. Für lange Sinieren aber bleibt keine Zeit, weil vorne schon die Therapeutin schreit. Dann nimm sie hoch das Bein, doch der Muskel schwillt. Zurück ein Biechen, bis man schmerzt, man brüllt an die Knie, beugen, bis man nicht mehr kann. Da fangen sie nochmal von vorne an, aber dann geht hoch das Bein, dass der Muskel schwillt. Hintere Birn, bis man schmerzt, man brüllt. Vor, zurück und seid da und ran, und dann lockeres Hüpfen wie ein Hampelmann. Inzwischen verliere ich an Gewicht. Schnippisch sagt meine Frau, das schadet dir doch nicht. Und so muss ich nun, so oft ich kann, zur Cordula-Kasubke Södermann. Und will ich ins Bett, zur guten Nacht, was? Hast du deine Übungen schon gemacht? Nutzt nix, bin ich ja noch summiert. Meine Alte hockt im Bett und kommandiert. 2, 3, 4, hoch das Bein, das der Muskel schwillt. Hintere Birn, bis vor Schmerz man brüllt. Knie beugen, bis man nicht mehr kann. Dann weckt die Schose von vorne nochmal an. Hoch das Bein, das der Muskel schwillt. Hintere Birn, bis vor Schmerz man brüllt. Chor zurück und seid da und ran. Und dann lockeres Hüpfen wie ein Hampelmann. Dankeschön. Vielen Dank. Unser Nachwuchskünstler Horst Eberl. Danke. Sitz dich wieder zu, oder? Also, ich weiß ja nicht, wie er es gemacht hat, weil davor, wie ich gefragt habe, hat er gesagt, Auftritt in der Gegend, Klassentreffen, gell? Jetzt in der Pause kommt er her und sagt, jetzt habe ich einen Auftritt, er spielt da herin. Das hat er in der Pause ausgemacht. Das ist, also im Hagersaal, weißt du, der Datum auch schon? Soll das ausmachen? Das war schon an. Nein, ich weiß noch kein Datum, weil der halt das ausgemacht hat, der ist halt leicht verhindert. Okay, aber irgendwann komme ich. Ich wollte es euch gerade gesagt haben. Es ist nämlich so, ich habe nämlich dann auch Plakate und so weiter und die hängen wir dann auf. Und wer Lust hat, kann es auf meiner Heimseite nachlesen unter Termine. Und wer Zeit hat, kann zum Plakat auf Finger kommen, gell? Aber nur, wenn er Hammer und Nägel hat. Darf ich die Plakate hängen, Junge? Also mir gefällt der Abend unglaublich. Michi, wo waren wir denn eigentlich? Waren wir immer noch bei Urlaub? Hast du eine Urlaubsgeschichte? Bist du da? Ich bin ein Urlauber. Bist du eher Camper oder bist du tatsächlich mittlerweile dadurch, Fünf-Sterne-Hotel? Nein, überhaupt nicht. Also dadurch, wir haben das auch schon gemacht und ein bisschen Abwechslung macht Spaß. Ey, verreck. Also wenn er auch Camper ist, dann bin ich jetzt 5-Sterne-Typ. Nein, und wir haben, oder auch wenn man voll unterwegs ist oder auch voll in Hotels schlaft, da fällt sich nichts, wenn man mal in einem Campingplatz oder was schlaft. Wir haben so einen Bus und dann fahren wir jetzt 4-5 Wochen nach Griechenland. Großen? Da bitte. Nein, mit unserem kleiner Bus, halt, VW-Bus. Und dann fahren wir rüber und dann pennen wir. Die Kinder schlafen im Zelt und wir schlafen im Bus. Das ist wunderbar. Ach, danke. Und hast du ein Bier voll zu laufen? Bei mir schaut es aus, der schwimmt schon ist. Das ist ja. Und da ist, aber ich kann mich an eine Geschichte erinnern, das ist auch kurz, glaube ich. Da waren wir letztes Jahr und da ist so ein junges Pärchen gekommen. Da haben wir, die waren neben uns dann. Also es ist eigentlich wirklich so am Festland, aber an der Küste praktisch in Griechenland sehr weit weg. Und da trifft man gar nicht so viel Deutsche, was aber jetzt gar nicht so schlimm ist. Und, aber da waren wir waren da und da waren wir immer allein neben uns. Und dann ist so ein junges deutsches Pärchen gekommen. Sehr verliebt, muss man dazu sagen, haben sich in so ein Zelt reingesetzt
Und dann haben sie sich immer so angeschaut und so und waren so richtig harmonisch, waren dann drei Doktor. Und irgendwann habe ich dann an dem Abend, nachdem die den dritten Doktor waren, habe ich zu meinen Kindern irgendwann gesagt, jetzt geht's noch ins Waschhaus um mich und dann geht's ins Bett. Ich war auch schon 12 oder so im Urlaub, ist ja dann wurscht. Und dann sagt, ja toll, warum ins Waschhaus, Papa, hey, geht's noch? Dann sage ich, ja, na, geht's da ins Waschhaus? Ja, toll, hey, da, wo wir die letzten Wochen hingepinkelt haben, steht jetzt ein Zelt. Und das war dann am nächsten Tag nicht mehr da, das Zelt. Also die waren dann weg, das junge Pärchen. Das fand ich eigentlich sehr traurig. Aber wir haben da nicht hingepinkelt, die Kinder haben das gesagt. Das war in Griechenland? Ja, magst du da nicht mehr hin. Ja, also, pinkelst du da? Wenn ich das auch kurz erzähle, ich hab in meinem neuen Programm Liedeshaft Fremdwortspezialisten, weil es gibt Leute, die hauen ja immer so Fremdwörter raus und sprachlich ja. Ich habe in Griechenland, auf Kos war das damals, 95, kam irgendwie aus dem Hotelzimmer ein Pärchen raus, wir waren am Frühstückstisch und die griechischen Kellner standen rum. Und ich liebe es ja, wenn Leute was sagen, was sie fühlen sich richtig geil. Guck mal zu den Kellner hin und sagen und begrüßen die guten Morgen mit Kalamari, fand ich sehr geil. Kalamari ist gut. Kalamari war echt Weltklasse dann. Haben sie gesagt, sie gehen nach einem korpulenten Frühstück noch spazieren. Ein wenig am Strand rumflampieren, weißt du das Ganze? Das ist Kalamari fand ich geil. Na, aber Urlaub ist allgemein was Schönes, das ist immer. Ist eine wertvolle Zeit, die muss man sich nehmen und da darf auch nichts reinkommen in der Zeit und das genieße ich schon. Die letzte CD, du hast am Schluss im Urlaub geschrieben, hast du gesagt, oder? Ja, habe ich am Schluss fertig gemacht, so lässt sich das Leben. Heißt auch, da sind lauter Selfies drauf auf der CD von mir. Vom Urlaub? Ja, nein, ja, auf dem Schiff, ja klar, und am Strand ein bisschen oder im Studio dann noch. Ich habe es im Studio aufgenommen, so lässt sich das Leben, weil das einfach für mich ein Lebensgefühl war, wo ich sage, das ist mir wichtig und das ist, man muss sich die Zeit auch wieder nehmen und in der ganzen Hektik, in der heutigen Zeit, wo es nur noch, das und man ist nur noch einmal unzufrieden sein, habe ich das Gefühl mittlerweile. Und jetzt ist es einfach so, dass man sagt, so, nein, jetzt gefällt es mir wieder mehr und so muss man leben, so lässt sich das Leben. Das finde ich ja. Ich bin ja nebenbei immer noch Beamter in London und ich denke mir, irgendwann muss da mal eine Auszeit nehmen. Freilich. Gerade du, Tom, du hast es verdient, muss man ehrlich sagen. Michi, hast du ein bisschen was aus dem Programm? Beamter, verstehst du? Da kann ich den alten Carlo erbringen, Beamten-Mikado, wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Ja. Ich habe gleich Frankenwitze verzählen dafür. Ja, ja. Mein Lieber. Ja. Du bloß das ein bisschen umbauen, aber sonst fällt sich nichts. Kabel brauche ich noch. Eigentlich geht es noch gut so weit, oder? Nein, eigentlich geht's gut. Eigentlich geht's gut. Nein, ich tue jetzt am Schluss jetzt noch. Ja, jetzt mache ich. Ich fühle mich gut aufgenommen bei den Aborigines hier. Jetzt haben sie dich gerade angefangen zu mögen, eigentlich. Das geht so schnell bei den Niederbayern. Wir nehmen alles auf. Na, hier darf der Franke auch Franke sein. Es ist sehr, sehr angenehm. Das hat man nicht überall im Rest. Also es ist dafür vielen Dank. Die tolerieren dich nur, weil sie dich nicht verstehen. Halt's Maul und kämm dich. Das stimmt. Ach, davon liebe ich ihn. Jetzt ist das so. Das kann man sich jetzt bei meinen Texten eigentlich gar nicht vorstellen, aber wer war denn von euch irgendwann einmal auf der Wiesn? Irgendwann einmal. Handy hoch? Ja, wunderbar. Für die, die noch nie waren, das ist wie auf jedem anderen Festl, da gibt es ja verschiedene Zelte, ist schon klar, gell, ganz logisch. Und ein Zelt ist die Ochsenbraterei. Kreisliches Bier. Aber ganz nette Stimmung eigentlich. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr vorher meine Songs gehört habt, der Juniorchef von der Ochsenbraterei, der hat jetzt Nachwuchs bekommen. Und der hat mich allen Ernstes gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Kinderweihnachtslieder-CD rauszubringen. Und dann habe ich gesagt, ich probiere es. Und jetzt ist es so, ich möchte es antesten. Ich spiele jetzt 2-3 Songs medley-mäßig an. Und wenn die bei euch funktionieren, dann bringe ich im nächsten Winter meine Kinderweihnachtslieder-CD raus. Das erste Lied kann dem schon gefallen, am Juniorchef von der Ochsenbraterei, das habe ich mir so überlegt. In der Ochsenbraterei gibt so manche Schlägerei. Und mich wundert's nicht, Sport, Bier macht blöd und es fährt sofort in Schädelnei. In der Ochsenbraterei, in der Ochsenbraterei. Wow,
schon ganz gut. Das zweite Liedl ist ein bisschen was Ruhigeres, weil die Kinder an Weihnachten immer so ein bisschen nervös sind und aufgeregt, weil sie aufs Christkind warten. Das kennst du ihnen dann vorsingen. Ich gehe in meine Taverne und trinke dort 10 halbe Bier. Danach sehe ich nur noch Sterne und finde auch nicht mehr zu ihr. Mein Licht geht aus, ich gehe nach Haus. Frau ist noch wach, will Sex heute Nacht. Mein Pimmel hat Pammelrabor. Das nächste ist eine ruhigere Nummer. Da hat eine Freundin von mir gesagt, Mensch, kannst du deine Kinder Weihnachtslieder die nicht nur für Kinder machen, mach doch auch was für Erwachsene drauf. So, ja, sagt sie, aber ihr Mo ist so ein Geschäftelhuber, der fliegt in der Welt umeinander und sie hockt daheim mit den kranken Kindern und er ist so busy, dass er immer umeinander fliegt, so ein Business-Checker. Und dann habe ich gesagt, dann mach ich für deinen busy Mo auch ein Lied. Das habe ich mir so überlegt. Du bist ja wirklich sehr schwer im Business. Du bist ja wirklich sehr schwer im Business. Du bist ja wirklich sehr schwer im Business. Doch jetzt habe ich einen Plan. Ich nies deins Knack. Und dann liegst du 3 Wochen flach. Sollen wir die Weihnachts-CD machen, hä? Das habt ihr euch verdient, ihr seid sogar drauf, ich spiele meinen Hit. Das ist einfach so. Und zwar muss ich aber ganz kurz noch erzählen, ich habe da in Österreich gespielt, beim Montmartre Festival in Wien. Und da habe ich eine Frau kennengelernt, eine sehr nette Frau. Das ist nicht das, was ihr vielleicht denkt, das war eine Künstlerkollegin. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Also anfangs haben wir uns gut verstanden. Und nach unserem gemeinsamen Auftritt sagte sie zu mir in diesem Backstage-Zelt, du bist der volle Prolet. Wie kam es? Wir haben beide Auszüge aus unserem Programm gespielt. Ich aus meinem damals aktuellen Programm Weiber-Wiki und sie aus ihrem aktuellen Programm Das Leben und Leiden der jungen Edith Piaf. Ihr merkt, das korrespondiert schon ganz gut. Also ich war zuerst dran, sie stand vor der Bühne, hat sehr gelacht über meinen Schmarrn, gell? Und dann kam sie an die Reihe, hat wunderbare Chansons von Edith Piaf vorgetragen. Ich stand auch vor der Bühne, Bier in der Hand, gehabt schön was. Und an einer Stelle sagte sie dann, und dann war Edith Piaf zum ersten Mal in ihrem Leben richtig verliebt. Und dann sang sie, dann habe ich hochgeschrien, hey, das ist doch das rote Pferd. Und dann sagte sie zu mir, du bist der volle Prolet. Du hast keine Ahnung von Pariser Kultur, von Pariser Leben, noch weniger von Pariser Kunst. Da habe ich gesagt, ganz locker, Madame, ganz locker. Hey. Erstens habe ich keine Ahnung, wie du es geschafft hast, die anderen Spermien zu überholen. Und zweitens habe ich gesagt, du hast in einem Satz 3-mal Pariser gesagt, gell? Wer ist denn jetzt der Prolet? Dann bin ich heimgefahren, habe ich abgeschlossen mit Wien, habe gesagt, nein, ich mag nach München, habe mich gefreut. Und am Wiener Bahnhof gibt es eine Zeitung aus der ganzen Welt, habe ich eine Münchner Zeitung gekauft, TZ oder so ein Krampf. Da stand eine Ankündigung drin, weil ich am nächsten Tag in München gespielt habe und ich sitze drinnen und freue mich und lese die Ankündigung und sitze im Zug und dann steht dann original drinnen in der Ankündigung, Münchens bekanntester Bierbade tritt wieder auf. Du hast es dann auch geschafft. Habt ihr das mitgekriegt? Das haben sie irgendwie ausgewertet. Da beim jetzt wollte ich schon buddhistisches Standesamt sagen. Beim Statistischen Bundesamt haben sie es ausgewertet. Und dann stand als Überschrift in der Zeitung, stand dann drinnen, wenn man am Abend alleine zu Hause ein Bier trinkt, dann ist man ein Alkoholiker. Seitdem lade ich mir immer noch Freunde ein. Und aus so einem Fest heraus ist mein Hit entstanden, das möchte ich euch jetzt vortragen. Ich sitze vor dem Fernseher und bin fasziniert, dass sich eine deutsche Nationalhälfte plötzlich als Fußballspiel kapiert. Manchmal leichtsinnig meine Nerv geschändet, ich bin verwirrt, mein angetrunkenes Hirn spricht Bände. Wie ein Schiffsbrüchiger rette ich mich zur Küche hinab. Ich stehe vom Kühlschrank, mach auf, schau rein und hab das Gefühl, mir trifft der Schlag. Ich hab kein Bier mehr, ich hab kein Bier mehr. Sogar der letzte Kasten Augustiner Edelstab ist leer. Jetzt hab ich kein Bier mehr, kein einziges Bier mehr. Dieser Lage wird wohl überhaupt keiner her.
gestern ist meine Frau davon, weil sie meine Hobbys nicht mehr länger mit anschauen kann. Fußball, Bier und Rippenhemd, Big Mac-Reste an die Hände, wenn's morgen soll es gehen. Das mir doch wurscht, viel schlimmer ist, ich hab einen Durst und selbst das allerschärfste Madel ist nix gegen einen Zwillingstragel. Ich bin gar nicht so schlimm, wie er meine Ex-Freundin erzählt. Ich rast was aus, wenn mir eine halbe fehlt. Dann hab ich kein Bier mehr, ich hab kein Bier mehr. Sogar der allerletzte Kasten Franziskaner ist jetzt der. Jetzt hab ich kein Bier mehr, kein einziges Bier mehr. Diese Lage wird wohl überhaupt keiner her. Muss ich ganz kurz erzählen, ich habe jetzt auch in München, da haben alle großen Künstler und Kollegen haben so Rituale vor Auftritten. Und ich habe jetzt seit neuestem auch so Rituale. Also alle Künstler, einer zum Beispiel, ein sehr bekannter, ich möchte den Namen nicht nennen, aber er ist sehr bekannt, der macht vor jedem Auftritt im Backstage-Raum die Arme so und die Augen zu und dann trat er sie fünfmal da lang und fünfmal da lang und das sind dann die fünf Tibeter. Und ich habe jetzt auch so ein Ritual, ich mache jetzt vor jedem Auftritt die drei Franziskaner. Hupf ich schnell aufs Radl drauf, die Tankstelle hat nimmer lang auf. Ich spring rein, der Tankwart schaut, fragt, wer hat dir deine Hosen geklaut? Ha, guck mal, jetzt fällt's mir ein, ich hab weder Hosen noch Geld dabei. Wieder heim und nein, ins Gewand, ich nimm das Urlaubsgeld aus dem Küchenschrank. Ich fahr zurück zur Tankstelle in Tour de France, verdächtiger Zeit. Der Tankwart grinst mich an und sagt, tut mir leid, wir haben kein Bier mehr, wir haben kein Bier mehr. Sogar der letzte Kasten Oettinger, die zu uns kommen, das ist auch leer. Jetzt haben wir kein Bier mehr, kein einziges Bier mehr. Diese Lage wird wohl überhaupt keiner hin. Hey, da fällt mir doch in meiner Not jemand eine Alba, ein Bier da oben hat. Die Dame, die gleich nebendran wohnt, ihr Mann ist sicher noch im Büro. Ich werde ihr sagen, mein Bier ist leer, zur Not gibt's gern Geschlechtsverkehr. Denn eins ist klar, bin ich auch schief. Scheiße, bin ich radioaktiv. Zum Klingeling vergebens und klopft doch keiner samt herein. Vor lauter Wut red ich die Tür samt Türstock ein. Jetzt hat's keine Tür mehr. Sie hat keine Tür mehr. Und für die Siamkatze, die dahinter lag, war die Tür schwer. Jetzt hat's kein Tier mehr. Kein einziges Tier mehr. Bei uns sicher auch keinen Bock auf Geschlechtsverkehr. So, renn ich heulend auf und ab und überleg, wer wohl ein Bier für mich hat. Da freut sich ein Mensch für den Prall. Da hinten ist doch mein Stammlokal. Ich tritt ein und es ist wie es die Kneipen ist mein Paradies. Jeder, der hier drin weilt, hat eine halbe vor sich. Geil! Da wird so, Servus, Max, der Bier ist auch eins, das ist gleich leer. Sei so gut und stell einen Kasten her. Schnell du ein Bier her, schnell du ein Bier her. Hey, und reiß gleich alle 20 her auf. Ach bitte, sei so fair und tu mir ein Bier her. Schnell du ein Bier her, bevor ich hier noch hyperventiliere. Das Tragel steht und nach einer Stunde hab ich die ganze Kisten drunt. Ich steh auf und schleppe mich aufs Klo. Dann haut's mir um und ich lieg da. Keiner merkt's, ich bin aloha. Mit dem Handy ruf ich 112. Die Feuerwehr verbindet mich, ich muss schreien, aus dem Hörer kommt, please hold the line. Und endlich hebt ein Notarzt ab, ich sag, schnell, jetzt muss was geschehen. Er sagt, nein, wir haben halt 50 Jahre Feuer, wir haben ganz ein anderes Problem. Wir haben kein Bier mehr, wir haben kein Bier mehr. Sogar der Rettungswagen, der mit Kästen stapelt, wo ist der? Jetzt haben wir kein Bier mehr. Und in dem Zustand ist das Retten viel zu schwer. Danke! So, was jetzt kommt, hat der Moderator nicht geplant. Das liegt in unserer Verantwortung. Die Sache ist so, wir haben jetzt da beschlossen, weil wir wussten ja, wir haben einen Jubilar da. Und es wäre natürlich absolut unfair, wenn wir schon einen Jubilar da haben und ein paar Musiker da haben, dass wir kein Geburtstagslied singen täten. Das müssen wir natürlich schon sagen und ich muss jetzt das ganz kurz erklären. Das ist ein Lied, das nicht von mir ist, aber ich finde es trotzdem gut. Nein, das hat der Hansi Scheurer auf dem Geburtstag von Fredl Fiesel gesungen.
Und ich sage zu ihm, Hansi, der heißt nämlich Hansi und nicht Hansi, weil er sagt, Hansi ist der Kanarienvogel. Der Hansi hat gesagt, habe ich gesagt, Hansi, ich möchte auch unbedingt gern singen, weil das so schön ist. Ja, sagt er zu mir, bitte sing es so auf, das kann die Welt braucht, Geburtstagslieder, wir haben Chor. Dann habe ich recherchiert und festgestellt, das berühmteste bayerische Geburtstagslied ist ein englisches und heißt Happy Birthday. Das heißt, da gibt es nur ein anderes. Das heißt, wie schön, dass du geboren bist. Aber das ist auch so jung. Singen Sie im Kindergarten, da hat er so ein Schreizerli vor denen und sagt, ich. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Scheiße, komm, nicht mehr abgegangen. Und jetzt haben wir jetzt singe ich dieses Lied, das der Schöner Heinz für den Fesel gesungen hat. Singen wir jetzt, aber ich bitte, weil ich wollte es immer schon, dass ich ein paar Weltklasse leider als Backstage-Sänger. Ja, meine Decker und Kokse. Dann gehe ich doch mal zur langhaarigen Münchner Frau rüber. Und dann weiß ich sagen, so. Muss ich heim? Musst du mal? Oder ich brauch... Du bist der Jubilar, du lässt dich feiern, am besten singt man die gar nicht. Das ist blöd, weil ich singt man nicht. Nein, ich muss halt dazu sagen, weil mit dem Lied da, das ist so gelogen, wir werden sowieso so angelogen von der Politik, würde ich gar nicht reden, nicht wahr? Aber zum Beispiel, ihr seht es jetzt zur Zeit, ist ja überall in Blumen selber pflücken, nicht wahr? Wo da dort steht, jetzt große Schulden, nur bezahlte Blumen machen Freude. Stimmt überhaupt nicht. Da müssen wir jetzt natürlich, also wir sind heute, wir sind jetzt in diesem Moment alle Tom Bauer. Also ich gebe jetzt wieder an Helm. Ich nicht, weil ich singe ja lieb für ihn. Ich bin ja nicht der Tom Bauer, sonst müsste es ja für mich. Ich singe lieb für ihn. Das ist ja. Nein, und ich muss ja auch sagen, ich habe da einen Haufen Gemmi mitgenommen. Hast du einen vom Text mit? Nö, ne? Also ich kenne das Lied, aber das macht der, deshalb macht es nicht mehr. Ach, ich habe alles dahinter gebrieft. Der Frank ist wieder ohne Ahnung. Ja. Das hat der Unterschied, ja. Wie immer. Wie schön, Gusti und der Soße auf dem Bauer. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 40 Minuten. Du bist jetzt der Jubilant, du wolltest jetzt die Klappe. Und du musst das wieder alle Jubilare über dich ergehen lassen. Ja? Das Lied heißt, also man weiß ja nicht, was man schenken soll. Und ich schenke immer einen Stern. Ja? Aber nicht einen Stern, der deinen Namen trägt, das wäre mir dann doch zu primitiv. Ein ganz spezieller Stern, und es gibt ja Leute, die haben im Sommer Geburtstag und manche haben im Winter Geburtstag. Jetzt ist es natürlich blöd, weil ich singe die Winterfassung. Weil man da den Stern besser sieht. Gell? Ja, es geht um diesen. Es ist unglaublich. Ja. Ja. Ich hoffe, dieser verwirrte Mann findet eines Tages. Hoffentlich kommt er wieder gut zurück in seine Heimseite. Ich rede doch auch nicht in deine spontanen Aussagen. Also das Lied, ich hab einen Stern und du singst der Kirche. Du singst der Kirche. Also, alle Leute, die das Lied kriegen, die freuen sich, aber manche nicht. Das sind die Winterfassung. Nicht, weil ich die Sommerfassung nicht könnte, aber weil ich nicht mag. So, also auf geht's. Das ist ein Wahnsinn. Entschuldigung, die Ansage ist ein Wahnsinn. Weißt du was? Für mich ist das gerade so. Manche haben beim Maskenstämmen einen Steifen, mir wird das Mikro zu schwer. Also ich fange jetzt hoch. Ich habe einen Stern. Also, ich glaub's nicht. Jetzt speziell ja. Erwarten. Keine Ahnung. Und ihr singt dann fälligst mit. Ich hab einen Stern in den Schnee gepisst, weil doch jetzt dein Geburtstag. Wie meine Pferde. Ein Engel hat mich berührt und hat mir beim Malen den Pinsel geführt. Und jetzt sieht man schon von fern,
im weißen Schnee, den goldenen Schnee. Weil dein Geburtstag auch ist, auf einen Stern, den ich nie schickier. Lalilul, lalilé, ein goldener Stern im Pulverschnee. Sternlein sehen, dann musst du nur raus vor das Wirtshaus gehen. Ja, vielen hat's da pressiert, haben alle für dich einen Stern in den Schnee uriniert, wenn aller Druck und alle Qual weicht von uns mit güldenem Strahl. Und weil dein Geburtstag doch ist, hab einen Stern in den Schnee hier gepisst. Und alle! Lalelu, lalelu, ein goldener Stern im Pulver steht. Lalelu. Ja, die Anstaltsleitung hat gesagt, egal was der Horst getrunken hat, sie möchten dasselbe. Ich wollte gerade sagen, wenn einer die Sommerfassung, wenn einer im Sommer Geburtstag hat, dann möchte ich die Winterfassung hören und dann kann man das auch mit einem Gutschein lösen. Horst, ich danke dir. Das war eines der schönsten Geburtstagsstanden. Bist du zum 40. gekommen? Ja, genau. Aber ich hab nicht heute, sondern ich hab gestern gehabt, gell? Also, gut. Happy Birthday nachträglich, Jojo. Herzlichen Dank. Ich bin gerührt, ich bin planlos. Ach, Scheiß, bist, wer so Kollegen hat, braucht keiner Feinde. Ja, ich hab gedacht, das wird eine ernsthafte Vorstellung. Aber bevor es jetzt wirklich heißt, die nachfolgenden Sendungen beziehungsweise sich nur länger, dann ist sagen, hör mal auf, ich bin zum schönsten der Maschine, wir sind immer, glaube ich. Wir haben fast am Schluss, weil es ist ja der erste Abend, ich probiere da einiges aus. Und ich habe jetzt gesagt, ich führe da was ein. Rutsch mal schnell. Was, du führst was ein? Ich führe was ein. Jetzt muss ich Bauer, schau kurz weg. Der Bauer führt sich was ein. Moment. Oh mein Gott. Es kriegt von mir natürlich jeder was mit. Und zwar, das Geschenk ist der Hammer. Das ist der Überhammer. Nämlich der Feierabendhammer. Und zwar der Feierabendhammer vom Hagebaumarkt, der hat so einen Öffner drauf. Du kannst wirklich mal ein halbes Bier aufmachen, wenn du fertig bist. Michi, ich danke dir, dass du heute dabei warst. Oh, danke! Du hast jetzt keine Werbung für Hagebau. Und der Frank. Oh, danke! Was für ein toller Hammer vom Hagebaumarkt! Ja. Dann selbst einen schönen Hammer gesehen.
da kann man bestimmt auch Bier öffnen. Oh, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Komm, komm, komm. Oh, Bier vom Hagebaumarkt. Sofort schau, ob das Ding was taugt. Aufmachen, wenn er los. Hagebaubier, die Brauerei. Das ist der Graus. Dazu ein Seitenbacher Müsli. Also, so. Hagebau, trink dein Ding! So. Ja, ja, jippie. Jetzt komm mal in die Hand. Liebe Gäste, der ist fertig, jetzt kommt der Lippen. Ich weiß ja nicht, ob das halt irgendjemand gefallen hat. Alles klar. Liebe Cutter, die das Ding schneiden müssen. Toi, toi, toi. Aber wir wollen, dass es ins Fernsehen kommt, oder? Die Show muss ins Fernsehen. Das ist ja unser ist ja weiter so, weil die zweite Ausgabe, es war eine Weltpremiere, ich habe überhaupt nicht gewusst, auf was mir los. Die zweite Ausgabe von Tom Bauers Haus. Lass dich überraschen. Schaut mir die Mikros aus, das war's. Ja, dann ist geschehen, dass die zweite Ausgabe ist nämlich schon fest am 2. Dezember. 2. Dezember 2016, heuer wieder hier im wunderbaren Hagersaal. Die Gäste stehen fest. Es sind Franziska Wanninger, Taro Bokemper und wieder einen Franken, weil ich muss etwa streiten haben. Atze Bauer. Nicht verwandt oder verschwägert. Ich weiß auch nicht, ob die Karten wieder so schnell weggingen wie beim ersten Mal, weil das war der Wahnsinn. Das habe ich ja letztes Jahr im Dezember vorverkauft gestartet und nach drei Tagen war es ausverkauft, obwohl das keiner gewusst hat, was das wird, im wenigsten ihn. Jetzt weiß ich auch nicht, wie es für die zweite Veranstaltung angeht, wenn sie das ein wenig rumspricht. Es kann ja sein, dass der eine oder andere von heute wieder Karten haben möchte, der soll sich nicht anstellen müssen. Ich möchte also ein Vorkaufsrecht haben, weil es kann ja sein, dass ich in den Vorverkauf stelle, dann musst du wieder zwei Tage zetteln vorher. Es hat auch nicht rein, es bringt Decken und warme Getränke. Das muss alles nicht sein. Wer heute sagt, hey, ist schon gegangen, schau mal, das ist im Dezember, es gibt heute vorab, vor dem offiziellen Vorverkaufsstart draußen Karten für euch. Jetzt haben wir eine zweite Show. Nicht so wie die erste, kommt in der dritten Show. Horst Eberl, Eich und Nils Zimmer. Show kann das schon nicht mehr, der Fanshop eignet sich übrigens ganz gut als Vorverkaufsstelle für die Karten, weil am Fanshop gibt es natürlich auch CDs von ihren Autogramme. Möchtest du ein wenig ratschen mit ihnen? Wie gesagt, jetzt am Schluss hörst du da draußen, schaut einfach vorbei. Da gibt es genügend. Und zum Schluss haben wir jetzt auch wieder was ganz Besonderes einfallen lassen. Weil ich habe einen Schlusssong geschrieben, der ist ziemlich ähnlich wie der Anfangssong, aber mit einem anderen Text. Und ich habe mir gedacht, Hakuts, Strophen brauche ich ja gar nicht schreiben. Ich habe lauter Musiker da, das überlasse ich die anderen. Ich habe nur eine Frage geschrieben. Und die Strophen, die sollen sie machen. Das habe ich dann ganz kurzfristig nur rausgeschickt. Also, hä, was? Es hat spontan, wir spontan, habe ich nicht gewusst. Die haben jetzt was vorbereiten müssen. Wir haben ja das nicht geprobt beim Soundcheck. Ich weiß auch noch nicht, was vorbereitet haben. Ich höre es wie ihr auch das allererste Mal. Ich würde sagen, wir haben auch nichts vorbereitet. Wir haben bei der Probe alle auf Na 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 gesungen. Wenn das bei uns einer nicht mehr weiter war, singen wir auf Na 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 weiter. Helft ja nicht. Ich lasse mich einfach überraschen. Sucht euch eine Instrumente.
Ich fange dabei schon mal auf. Klavier ist aus. Ah, jetzt geht's. Genau, wir hätten dabei ein paar Leute bedanken. Ohne Ohren darfst du ja wieder was singen. Mein Gedanke sehe ich raus. Achtung, ich mach das Unplugged. Okay, nämlich bekannt normal bei Uschenbuttel als Prinz Ferdinand Heim unter Licht- und Tontechnik Sebastian Hagenruber. Ja, nicht nur eine Live-Show ist, sondern auch eine Fernsehaufzeichnung. Vielen Dank an die beiden Fernsehsender, wo es, ich hoffe, immer noch ausgestrahlt wird. Donau TV und Isar TV. Und sowas findet natürlich nicht ohne Sponsor statt. Und ich bin froh, dass ich immer wieder jemanden finde, der Kultur unterstützt und das Ganze möglich macht. In diesem Fall ist Hagebaumarkt. Nicht nur Landa und Isar, nein, wir sind dabei. Hagebaum und Landa, Straubing, Osterhofen, Denkenmarkt und Eckenfeld. Für die zur Verfügung stellen des Saales und die unglaubliche Bewirtung kann ich nur weiterempfehlen. Landgasthof Hager, Niederhausen, Julia Hager und ihr mit charmantes Team. Das war wieder die Lachwirtschaft. Wir sind am Schluss, jetzt habt ihr es geschafft. Wir wünschen euch eine gute Nacht bis zur nächsten Lachwirtschaft. Wir fangen an, wir stehen am günstigsten. Alles probieren. Spontan, du hast den kürzesten Weg. Wir haben eh schon überzogen, wir müssen jetzt schauen. Okay, schauen wir mal. Achtung, jetzt! Der Tom hat heute geladen. Jetzt muss es einfach raus. Was war das für eine geile Show? Jetzt kommt ihr, Applaus! Achtung, der nächste Kandidat. Zuerst den Witz, denkst du, ist eine Schau. Aber dabei lacht keine Sau. Euch ist das ganz anders zu. Ihr seid keine alten Sei. Ich war wieder die Lachwirtschaft. Wir sind am Schluss, jetzt hat sie's geschafft. Wir wünschen euch eine gute Nacht bis zur nächsten Lachwirtschaft. Vielen Dank fürs Eintritt sein. Ich hoffe, euch hat der Abend gefallen. Nette Kollegen, Gott sei Dank, drei echte Bayern und der Frank. Das war's wieder in der Lachwirtschaft. Wir sind am Schluss, jetzt hat sich's geschafft. Wir wünschen euch eine gute Nacht bis zum nächsten Gäste haben. Ich möchte von jedem ein Gruppenfoto und da habe ich jetzt was ganz was Cooles gefunden. Die jungen Leute kennen das wahrscheinlich nicht mehr, gell? Das ist eine Polaroid-Kamera. Und ich weiß auch nicht, wie gut das ist. Ich habe es da einmal ausprobiert. Ich auch noch ein Handyfoto machen und uns das auf Facebook schicken. Habt ihr Handys dabei? Es wäre eine gute Gelegenheit für Gruppenfotos, weil wenn das nicht hat, bin ich froh, wenn sie mir das Foto schickt. Haben wir zufällig einen Fotografen in der ersten Reihe? Vielleicht kennt ihr auch Kabarettist, Fotokünstler Hans Polder.
Wo ist er denn? Wo ist er denn? Aber ja, ich komm ja schon. Ich komm ja schon. Ich hab noch. Ich bin jetzt extra in mein Zimmer gerannt, ganz kurz. In mein Hotel. Hotelzimmer, ja. Ja, ich finde, der Tom hat was richtig geil. Wir machen jetzt mal ganz kurz ein Foto von uns und dann möchte ich euch ganz kurz nur für was missbrauchen für den Tom. Ja, jetzt echt, für die geile Hündle. Show. Weil der Hündle. Oder der Hündle. Da, da. Muss der zu mir. Du bist mein Nackter Tom. Du musst weiter dahinter vielleicht. Ja, ja. Und? Gib zu! Was denn du das Ding noch aufgekommen? So haben wir eBay. Wenig mal, ob das tatsächlich ist. Zur Sicherheit, eins noch. Eine Reserve und dann haben wir es. Von hinten? Von hinten? Habt ihr schon auf? Komm auf, ich zieh dich hoch. Ich mach. Ja, genau. Ja, mit Publikum. Ja, genau. Und ihr müsst voll Stimmung machen, weil es gab ganz kein Sammelstein. Komm, das machen wir gleich noch ganz anders. Du kriegst gleich noch die volle Packung. Ich habe gerade eine spontane Idee. Echt? So. Das ist ein Selfie mit einer Polaroid. Das willst du ja aber. Ja. Let's go. Yeah. Und? Yeah. Punkt 2, bin mich wahnsinnig freut, dass wir alle da eingeladen worden sind. Ich mache das seit geraumer Zeit auf meiner Konzerte. Ich sammle Publikum. Können wir mal ganz kurz das Saallicht anmachen? Geht es schnell, dass wir das Saallicht mal ganz kurz anmachen? Weil, ich würde das ganz gern schicken, weil ihr wollt heute dermaßen phänomenal geil drauf. Ich schwenke jetzt einmal ganz kurz in den Saal mit meiner Handykamera. Ich mache jetzt ein Video von euch. Ja, geh mal vom Kabel rüber. Ram halt schon aufgehalten, gleich haben. Ja, wir sind noch mitten in der Show, Horst. Professionalität. Es ist hier eh komplettes Chaos. Das soll das nicht eh so. Und wenn ihr jetzt jubeln wollt, ich mache jetzt hier Miss Money Penny Ding. Oh. Genauso gut ist es mit dem Föhn übrigens. Wenn's euch gefallen. Also wir machen jetzt für den Tom. Das schicke ich ihm dann zu. Er hat es echt verdient. Es ist so ein geiles Showkonzept. Tom, ich wünsche dir echt alles Gute. Die nächste Show, ich kenne die Kollegen, alles wird der Hammer. Kommt bitte, ihr werdet mit Sicherheit besser unterhalten als Frank Gott. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Und absolut super. Vielen Dank für die Einladung. Und wir möchten dem Ort was zurückgeben. Wir posten das alle bei Facebook. Wir haben zigtausend Kontakte. Und wenn ihr das jetzt gut macht und richtig durchdreht, nochmal ganz kurz. Ihr werdet es am Tourismus nächstes Jahr merken. Das ist ein Geschenk für den Tom zum Geburtstag und für seine erste Show. Ich schicke ihm dieses Video zu, weil er kann sagen, das war die erste Lachwirtschaft. Und alle müssen sagen, da muss ich hin. Aber ihr kriegt ja heute schon die Karten, versteht ihr? Ich will schon euch. Los, wenn ihr hin. Geld gibt's euch. Ich blende, und ihr seid auch, also ich blende es einmal ringsrum. Ich weiß, ein paar hocken unten. Hey, du lässt mich jetzt nicht einfach so bei Facebook posten. Ich habe ein Elling einstecken. Wer will, kann sich das Gesicht noch schnell verpixeln. Heute war sein erster Abend und er hat das beste Publikum verdient und ihr habt es gekriegt. Und das gibt er jetzt nochmal. 3, 2, 1, ihr flippt jetzt! Danke an meine Gäste, dass ihr Zeit gehabt habt. Es war ein wunderbarer Abend. Vielleicht sehen wir uns wieder, oder? Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Macht's gut, Danke. Danke.
Bauers Lachwirtschaft wurde Ihnen präsentiert von den Hagebaumärkten in Deggendorf, Eggenfelden, Straubing, Osterhofen und Landau an der Isar. Hagebau, hier hilft man sich.